Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Intel Extreme Masters Katowice. Wir sind ein bisschen früher, wir sind ein bisschen vorm Zeitplan. Ja, wir haben deswegen auch den Opener früher gestartet, weil man sich gedacht hat, gut, man kann auch 3 Minuten vor eigentlichem Beginn die Pick-and-Bun-Phase ansetzen. Deswegen, wir wollen ja nichts verpassen, wir wollen euch ja möglichst alles zeigen, damit ihr wirklich mitbekommt, wann welcher Bun kommt. Und ich werde mal die englischen Cars dann auch mal ein bisschen leiser machen. Ja, wir haben hier keine Musik als Unterlegung, wir haben nur englische Caster, banntechnisch bisher, ja, durchaus Metapicks, die gebannt worden sind. Ein bisschen ungewöhnlich, dass man einen Djinn vielleicht bannt, aber wenn Unicorns of Love hier auf den Varus hofft als First Pick, dann ist es auf jeden Fall ein guter Grund, Djinn zu bannen. Wäre praktisch die Alternative, sag ich mal, oder die bestmögliche Antwort gegen Varus. Ganz kurz vielleicht nochmal, weil wir jetzt so schnell starten mussten, für alle Leute, die uns nicht kennen, ich bin Behaart mit Bart, ich cast hier eigentlich die LCK, jetzt natürlich bei den Intel Extreme Masters und ich werde begleitet im Duocast vom guten Cube, der gesagt hat, er leistet mir Unterstützung, damit ich das nicht alleine machen muss. Und der Varus First Pick, wie du ja schon angesprochen hast, stärkster AD Carry im Moment. Und ja, Rengar ist zwar noch offen, aber deutliche Priorisierung auf Varus. Logischerweise, wir haben ihn gestern sehr, sehr stark gesehen. Ja. Xerxes zwar auch nicht schlecht mit Rengar performt gestern, auf jeden Fall. Aber der Varus natürlich immer noch Top-Tier und deswegen hat man ihn sicher gesichert. Flashwolves wird darauf wahrscheinlich dann eben den Rengar picken, wenn er offen bleibt. Kaza, haben wir auch schon gestern angesprochen, ist ein Carry-Jungler, der kann damit umgehen. Und mal sehen, ich tippe mal, dass sie ihn einloggen werden, so ist es auch. Und dazu kann man sich jetzt eventuell noch Ashe sichern, damit sie in der zweiten Pick-One-Phase nicht gebannt wird. Obwohl sie in letzter wird. Zeit nicht so oft gepickt wurde, aber ich denke mal, hier ist sie eigentlich eine gute Antwort gegen Varus. Sie ist praktisch der drittbeste ADC, vielleicht sogar der zweitbeste mit Djinn, so auf dem gleichen Platz momentan. Also da landet man einen guten Pick, wenn man sie jetzt nehmen sollte. Vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, das Matchup Unicorns of Love gegen Flashwolves war das Finale von Oakland. Ja. Da hat Flashwolves verloren, Unicorns of Love gewonnen. Aber so wie Flashwolves gestern gespielt hat, haben sie eigentlich eine gute Chance, Unicorns of Love hier zu besiegen. Also es sollte meiner Meinung nach eins der spannendsten Games heute werden. Definitiv. Oder die drei spannendsten, weil es ist Best of Three im Vergleich zu gestern. Es ist nicht mehr Best of One, es sind jetzt immer Best of Three Games. Oh, Diana, haben wir schon lange nicht mehr gesehen in der Kluft. Wäre mal wieder ein bisschen Abwechslung gewesen, aber hier pickt man erstmal Tam Kench. Ja, Tam Kench auf jeden Fall ein solider Blind-Pick. Ja. Wir haben ihn gestern auch schon häufiger gesehen, vor allem gegen solche Charaktere wie Malzahar, Zyra. Einfach, wo man... obwohl man ja Melee ist, trotzdem noch gut gegen ankommen kann. Man hat sein Schild, man hat mit der Zunge auch irgendwie Möglichkeiten, so ein bisschen gegen zu poken. Und ja, dazu jetzt den Kha'Zix, haben wir auch schon gestern fast immer gesehen. Ja, also Kha'Zix gegen Rengar ist im Prinzip die Antwort auf Rengar, ja. Weil er einfach generell mehr useful ist als Rengar. Er muss nicht so snowballen, sondern er ist später auch noch, hat vielleicht noch ein bisschen mehr Utility. Ja, er hat halt ein bisschen mehr konstanten Schaden, weil er einfach immer diesen Damage an isolierten Zielen mitbringt, wohingegen Rengar wirklich ins Game kommen muss. Varus da auch ein bisschen... Ja, konstanter AP-Pick, sag ich mal, als Rengar direkt, weil Varus macht halt im Late-Game immer Schaden. Rengar ist so eine Sache, er muss wirklich erst ins Spiel reinkommen, um seine Stacks zu bekommen, um richtig useful zu sein. Karma wird jetzt auch noch gepickt als Unterstützung für Ashe. Ist eine gute Entscheidung, finde ich, weil sie bietet Poke, also ein bisschen gegenhalten zu können. Gerade wenn die Gegner einen Melee-Support haben, bietet sich Poke ja immer sehr gut an. Und natürlich die Schilde, ja, die Kombination auch mit Rengar später, mit der Ultimate. Das sind auf jeden Fall gute Kombinationsmöglichkeiten vorhanden. Flashwolves hat vorhin auch noch Ivan gebannt. Ja, sehr interessant. Gegen Xerxes ist natürlich logisch. Xerxes ist ja bekannt. Genau. Und interessanterweise haben jetzt beide Teams genau die gleichen Positionen gepickt. Das heißt, was man jetzt bannen wird, sind eher dann, kann man fast schon auf Target-Bans wieder gehen, wenn man sagt, okay, jetzt bleibt halt noch Top- und Midlane für beide übrig. Deswegen auch Ryze für Exilee rausgenommen, hat darauf sehr, sehr gut performt. Und logischer Bann hier von Flashwolves. Auf Seiten von Unicorns könnte man sich jetzt überlegen, vielleicht eben auch dann was gegen Maple zu bannen. Syndra haben wir, glaube ich, gestern von ihm nicht gesehen. Was haben wir auch Maple gestern gespielt? Ich bin mir gar nicht sicher. War es ein Corki? Ich bin mir auch nicht sicher gerade. Naja, jedenfalls, Maple auch ein starker Assassin-Spieler. Ja. Mal sehen, ob er dahingehend was auspacken wird. Aber natürlich, wir haben noch überhaupt hier sehr, sehr viel offen in der Midlane. Also da kann man noch fast aus dem Ryze ist halt ein sehr guter Bann. Ryze ist halt ein sehr guter Bann, weil du mit ihm noch weitere Stärken im Late-Game für Unicorns of Love, die nice. Du hast schon den Varus, der extrem stark ist im Late-Game, auch super viel Schaden mitbringt. Aber wenn du dann noch Ryze dazu hättest, dann würde es für Flashwolves sehr schlecht aussehen, verhältnismäßig. Er hat Cassiopeia gestern gespielt. Ah ja, stimmt. Hat da Perks eigentlich auch ziemlich gut dominiert, also Perks hat jetzt nicht so viel machen. Ja, und jetzt könnte er Corki spielen. Ja, ich hab's einfach predicted praktisch. Ich habe die Zukunft gesehen. So. Aber ich finde, Corki ist ein durchaus solider Midlane-Pick. Ja.
Gerade weil er später die Möglichkeit hat, auch zu Split pushen. Er bringt super viel Damage auf Range mit, womit man ein bisschen gegen Varus gegenhalten kann. Ja, gerade vielleicht auch um Unicorns of Love hier den Corki zu denyen, damit sie nicht noch mehr Poke und noch mehr Range bekommen. Klett wurde auch schon wieder gebannt. Über den Klett wundert MMD stark auf diesen Champion, deswegen gestern schon gegen ihn gebannt, heute jetzt auch wieder. Man möchte ihm einfach nicht diesen Champion geben. Ja, und das ist durchaus nachvollziehbar. Also er ist einer der Spieler, die mit Klett wirklich gut performen können. What, ein Draven? Ich habe mich gerade über Draven gewundert. Ja, warum nicht? Ja, Draven und Varus. einfach Draven und Varus auf die Botlane. Draven ist in jeder Rolle perfekt. Ja, der könnte in jeder Rolle einfach das komplette Spiel carryen. Jetzt könnte es ein Riven werden. Wäre auch mal wieder ein bisschen abwechselnd. Blind Pick Riven für die Top Lane. Also ja, fände ich sehr, sehr riskant. Vizichachi, ja, der macht das schon. Er spielt ja eh eher so eine Sachen. Ja, okay, Renekton passt eigentlich auch ganz gut. Mhm. Weil er spielt eher gerne Bruiser oder Damage Dealer auf der Top Lane. Ja, und wenn er dann auch mal nach vorne kommt, dann ist Vizichachi auch einer dieser Charaktere. Der kann dann auch einfach mal so ein ganzes Game alleine snowballen. Ist natürlich dahingehend gut aufgestellt. Und was würden wir jetzt dagegen picken auf Seiten von Flashwolves? Höchstwahrscheinlich ein Tank, würde ich sagen, weil im Early Game immer Fiora so pickt, ist Renekton nicht schlecht dagegen. Poppy kommt auf jeden Fall ganz gut klar, weil sie selber noch ein bisschen Damage mitbringt, aber im Endeffekt trotzdem Tank ist. Also sie basiert dann wirklich mehr auf der Tankiness, auch im Teamfight später. Und da hat man durch den Maokai-Ban und den Shen-Ban jetzt den nächstbesten Tank, würde ich sagen, auf der Top-Lane bekommen. Nautilus wäre auch noch eine Variante gewesen, aber ich denke, mit Poppy hast du im Early Game bessere Chancen gegen Renekton. Da muss man auch gucken, dass man den downhält, weil Renekton, wenn der im Early Game Kills bekommt, kann er einfach im Midgame, im Late Game in die Backline der Gegner reindashen, die Carries komplett zerstören, weil er super viel Schaden mitbringt. Und dann ist ja der Teamfight eigentlich schon gegessen. Also da muss man gucken, dass man nicht zu viel an Unicorns of Love abgibt. In der Mitte, Victor Exile ist auf jeden Fall in Ordnung. Also er hat ziemlich oft eigentlich Victor gespielt. Jetzt ist er nicht mehr ganz so stark in der Meta wie früher, muss man sagen. Aber das ist auch nicht schlimm, ja. Bevor ihr die ganze Zeit die anderen Caster seht, könnt ihr auch gerne wieder uns begutachten. Die haben auch, was hat das gesagt, Berliner da stehen. Oder es hat noch einen anderen Begriff. Das heißt nicht nur Berliner, das hat noch einen anderen Namen. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich weiß auch nicht mehr. Es gibt egal, also wo du aus Deutschland herkommst, gibt es halt unterschiedliche Begriffe dafür. Ja. Aber es könnte sein, dass es wegen Karneval ist. Mhm. Also, ne, weil die Zeit halt wieder angebrochen ist, sag ich mal. Sie haben einfach Hunger. Oder sie haben Hunger, natürlich. Ja, es gibt auch Energie, ein bisschen Zucker. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, wenn einer von euch genau weiß, warum die da stehen, könnte es natürlich gerne sagen. Wir bilden uns da gerne weiter. Und da ist nochmal dieser kleine Bumper bei denen. Und dann nochmal Caster. Ja gut, dafür habt ihr die ganze Zeit uns. Und ich würde sagen, so wie Flashos gestern performt hat, weil es war wirklich ein Stomp, den sie da rausgehauen haben sie gute Chancen, Unicorns of Love zu besiegen. Vielleicht nicht in einem 2-0, aber vielleicht schon dann im Endeffekt 2-1. Unicorns of Love ist kein schlechtes Team, da haben wir gestern auch schon drüber geredet. Die sind auch sehr beliebt, sehr polarisierend. Gerade vorhin, das hat man bei euch leider nicht sehen können, da hat der Manager einfach in die Kamera geguckt und nebenbei, ich glaube, das war ein Donut oder sowas gegessen. Ja. Also wirklich, das ist halt cool. So. Das sorgt halt echt dafür, dass man hype. PCs vorbereitet, steht er dahinter mit seiner coolen Einhorn Maske, Mütze und isst einfach. Und vor allem die Kameraperspektive switcht auf eine andere Kamera und er guckt sich dann halt in die andere Kamera um und isst weiter, so ohne den Augenkontakt abzubrechen. Das war echt ohne ziemlich witzig. Blinzeln, glaube ich. Oh, wir gehen schon wieder in-game. Oh. Mit nicht mal einer Kamerafahrt, das war einfach nur Standbild. Und sie haben improved. Ich glaube, hier, guck mal, hier oben hat man jetzt die Dragons, die sie anzeigen wollen. Ja, die sind jetzt schön schwarz. Das ist auf jeden Fall, eine Verbesserung, muss man sagen. Also schwarze Balken, ja, ich wette, nachher photoshoppen die dann wirklich die einzelnen Baron-Icons da rein. Also, dass man nur diese, entweder sieht man die Köpfe von den Barons oder man sieht... Dragons meinst du? Dragons, natürlich, die unterschiedlichen Barons. Kommen auch noch. In der nächsten Season haben wir auch noch unterschiedliche Barons. Da kommen entweder die Köpfe der Dragons rein oder die Icons, die du ja sonst in dem Felsen da siehst. Also ich denke mal, so werden die das machen. Minions have spawned. Wir haben jetzt auch gar nicht diese 3 Minuten Pause gehabt, die wir normalerweise mal gehabt haben. Ja, die haben sehr zügig angefangen. Die haben halt insgesamt 3 Minuten vor Beginn die Pick-und-Ban-Phase gezeigt. Und ja, vielleicht um jetzt 6 Minuten nach Beginn mit dem Spiel anfangen zu können. Also da ist IEM ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ein bisschen random, wie sie anfangen. Krapfen. Hier steht hier gerade. Das Wort kenne ich auch noch für Berliner. Ja, Krapfen, genau. Das geht auch noch. Ja, der erste Schlagabtausch. Pfannkuchen geht auch noch. Klar, den Begriff kennt man. Wobei auch viele Leute zu Eierkuchen Pfannkuchen sagen. Jetzt wird auf der Botlane gerade getradet. Ah, Hülistang macht's nicht schlecht und er spielt ziemlich aggressiv mit dem Tahm Kench.
eigentlich sonst eher der Supporter, der die mechanisch anspruchsvollen Gems wie Trash oder so spielt. War das nicht gestern sogar, wo ich mich aufgeregt habe, ja, dass der Trash gehovert hat und ihn nicht genau gepickt so hat? Da würde ich mich natürlich mehr drüber freuen, über, oder über einen Bart. Aber ich bin auch mit einem Thumb Kench zufrieden, muss ich sagen. Ah, Samux muss da gucken, nutzt sogar seinen Heal schon. Also Exhaust gegen Heal hat man hier gerade getradet. Und allgemein sieht man jetzt dieses IEM, sehr, sehr viele Fights irgendwie über die ganze Zeit immer auf der Botlane, dann direkt am Anfang. Ja. Da werden direkt getradet. Hier Karma hat alle ihre drei Pots schon raus. Nach, keine Ahnung, einer halben Minute Laning Phase. Also Thumb Kench jetzt auch. Und es ist irgendwie so eine interessante Entwicklung auf der Botlane. Ich habe gedacht, ja, es geht jetzt eher so Richtung, ja, ich farm halt hier mir einfach einen ab. Ich brauche nur meine Utility, die dann halt mir später was bringt. Die waren sollte mir die Ash Ult, aber es sieht eher so aus, als ob die Teams vielleicht denen einfach zu langweilig ist und sie auf der Botlane mehr Action haben wollen. Ja, das Ding ist, in Korea siehst du es halt immer, da ist die einzige Lane, wo wirklich Action abgeht, außer bei bestimmten Matchups in der Midlane, ist dann wirklich die Botlane, die interessantere Lane. Und vor allen Dingen ist es dann so, wenn du eine Seite hast, wie gerade die von Flashos, die halt stärker ist in der Lane momentan, weil Varus noch nicht so stark ist und man natürlich einen Close-Range-Support hat, die ist dann halt dominanter. Ja, Flashwolves spielen da ihren Poke, spielen da ihre Dominanz komplett aus, pushen Unicorns of Love ein bisschen unter den Tower. Aber farmtechnisch, denke ich mal, sollten sie trotzdem hinterherkommen. Du hast vorhin gesagt, wie das geregelt wird mit dem Picken der Blue Side. Mhm. Da geht es dann darum, wer sein Spiel schneller gewonnen hat. Ja. Also wenn jetzt, wir haben ja ein Best of Three, das heißt im ersten Spiel ist Unicorns of Love, Blue Side, im zweiten dann Flash Wolves und dann sollte es zu einem dritten Spiel kommen, dann darf das Team entscheiden, dass das Spiel, weil dann hätte jeder ein Spiel gewonnen, dass eben sein Spiel schneller gewonnen hat. Vielleicht kommt es auch gar kein zu einem dritten Spiel, also mal sehen, wie sich dieses Spiel entwickeln wird. Hier oben auch Visichachi macht ein bisschen Druck, hat die Lane weiter vorgepusht, als das MMD hier gegenpushen kann. Aber ich denke, MMD sollte gut gegenhalten können. Gerade mit dem Schild, was er schmeißt und dann nochmal, wenn er ein Last Hit macht, ein bisschen ja, ein Schild bekommt. Sollte er gut traden können gegen Visichachi? Also ich denke, er kann da ganz gut gegenhalten in der Midlane. Victor braucht auch ein Weilchen, um ins Spiel reinzukommen. Er braucht zumindest sein erstes Upgrade, um den richtigen Wave Clear zu haben. Deswegen ist die Lane gerade auch ausgeglichen, weil Maple natürlich auch ein Weilchen braucht, bis er seine Ultimate hat. Also das ist jetzt nicht so schwer für Corki, gegen den Victor klarzukommen, wie zum Beispiel gegen eine Syndra oder so. Wie wir es in den anderen Matchups bisher gesehen haben. Xerxe sorgt hier für ein bisschen Vision. Und wie sieht Chachi ist immer noch auf der Toplane unterwegs. Und der Schild von Poppy, der ist halt echt gut, um gegen Renekton mitzuhalten, weil seine Trades dadurch auch nicht so ganz gut für ihn verlaufen. Das ist die Möglichkeit, ihm vielleicht noch ein bisschen Damage zu machen, aber ich denke mal schon, dass man das Schild eher nutzen wird, um den Farm zu bekommen. Ja, Kaze hier möchte vielleicht den ersten Gank ansetzen, aber dreht dann einfach wieder um. Ja, mit Rengar hast du halt nicht gute Möglichkeit, um auf die Lane zu kommen. Ja. Du hast ja wirklich bis Level 6 nur den Busch, mit dem du ein Stückchen auf die Lane kommen kannst. Und wenn du dich da als Midlaner defensiv von den Büschen fernhältst, ja, dann kommst du halt als Rengar nicht ran. Kha'Zix hat zumindest immer seinen Jump, ist da unabhängig von den Büschen, aber er hat halt auch nicht so gute Chancen zu ganken. Beides sind halt wirklich eher die Carry, die Damage-Jungler. Ja, aber wenn man halt mal jemanden wirklich isoliert trifft, ja, dann auf jeden Fall. Halt sehr, sehr schwierig, ihnen noch zu entkommen, weil Rengar kommt einfach die ganze Zeit hinterher mit seinen Büschen, weil es gibt einfach so viele Büsche auf der Map. Vielleicht nicht immer perfekt platziert für ihn, aber allgemein kann er dann hinterher chasen. Kha'Zix hat auch Slows, hat den Jump und allein gegen isolierte Targets so viel Damage, dass da kaum jemand wegkommt. Ja, selbst im 1v1 sollte Kha'Zix eigentlich am Anfang ja den Vorteil haben. Mal gucken, wie sich dann ausspielen kann. Rengar farmt sich eigentlich ganz gut hoch, also ist farmtechnisch ein bisschen besser dabei, aber das sollte man auch erwarten, weil wenn du als Rengar nicht ganken kannst, musst du dich halt wirklich hochfarmen. Eigentlich brauchst du die Kills im Early Game, aber wenn du sie nicht bekommen kannst oder sie nicht sicher bekommen kannst, dann entscheide ich einfach für den Farm und dann bist du trotzdem useful im Late Game. Also wir haben schon diese Master Jai oder Master Yi AFK-Farm-Variante gesehen praktisch bei Rengar, dass er die ganze Zeit im Jungle bleibt bis zu den Teamfights später und dann auch sehr unpredictbaren Schaden macht. Also die Gegner können dann teilweise Damage nicht einschätzen, weil er vorher noch nicht im Kampf dabei war. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Variante auf der Botlane. Ashe farmtechnisch noch ein kleines Stück vorne, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Varus hat es da einfach ein bisschen schwieriger als Ashe. Gerade wenn man ihn auf die Penetration-Variante bildet. Klar, ich meine, er wurde auch die ganze Zeit reingepusht. Ne? Das ist natürlich schwierig, unter dem Turret alles mitzubekommen an Farm. Ja, Toplane wieder. Sollte relativ uninteressant laufen. Mit Poppy hat man einen guten Pickel, mit Corki in der Midlane auch. Also beide Lanes, Toplane und Mitte, sind eigentlich ausgeglichen.
da würde halt sich nur wieder was verändern, wenn man natürlich einen Fehler macht oder wenn der Jungler dazukommt. Aber da haben wir schon angesprochen, so gut sind Kha'Zix und Rengar jetzt nicht zum Ganken. Okay, die Pink Ward wird da einfach stehen gelassen. Denkt man sich vielleicht, dass es zu riskant ist, aber ich meine, man hat die Vision außenrum aufgebaut, also den hätte Exilee schon mitnehmen können. Ich denke, vielleicht hat er ihn auch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, kam da Pinks drauf? Kann sehr gut sein. Oh, der Schaden von Varus ist schon mal nicht schlecht. Wenn er trifft, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn Hylissang ein bisschen aggressiv spielt und vielleicht sogar seine Stacks raufbekommt, dann kann man hier einiges machen auf der Botlane. Er ist jetzt schon ein bisschen tankier, zumindest durch seine Schildfähigkeit, durch seine Lebensregeneration, die er dadurch bekommt. Dadurch kann er die Trades ein bisschen besser eingehen. Exilee hat gerade seinen Blue Buff bekommen. Spiel allgemein auch sehr, sehr ruhig. Also ich meine, genau das haben wir ja auch gestern von Unicorns gesehen und was uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass sie so, sag ich mal, fast so einen Korea-Style gespielt haben gegen Kongdu. Das heißt, sie haben nicht irgendwie überaggressiv gespielt, sondern haben auf Fehler des Gegners gelauert, die eben, als sie dann den Baron unerwartet für Kongdu nehmen konnten. Ja. Und genauso machen sie es im Moment auch. Sie müssen halt nur aufpassen, dass Flashrules jetzt nicht Aktionen bringt wie diese und dann wird es nämlich brenzlig für sie, wenn sie nicht gut darauf reagieren. Hylissang, der wird höchstwahrscheinlich down gehen, kann sich hier nochmal dagegen wehren. Samux aber jetzt auch tot und Hylissang wird dann mitgenommen. Und das darf ja eigentlich nicht passieren, dass du dann eben von Flashwolves ausrotiert wirst und dann eventuell sogar den ersten Tower verlierst. Ja, vor allen Dingen First Blood hat man abgegeben. Beide Leute sind auf der Botlane unterm Tower gestorben. Das ist sehr schön auch jongliert mit der Tower-Agro von Flashos, muss man sagen. Niemand von ihnen ist wirklich in Bedrängnis gekommen, was das Leben angeht. Und das bedeutet, man bekommt jetzt sogar noch den First Blood Tower dazu, wenn man sich denn entscheidet, die Laste zu machen. Man kann natürlich auch das gesamte Geld an Betty geben. Ja, den Tower kriegt man und da geht Kha'Zix nochmal auf Xerxe drauf. Jetzt Corki kommt mit dem Package. Reicht's an Damage? Kha'Zix kommt nochmal weg, aber Viktor, der steht jetzt zwischen die Gegner, hat sein Ultimate genutzt, wird nochmal geslowt. Reicht der Schaden, um ihn zu töten? Nicht ganz. Die Rakete hat nicht getroffen, also da kommt Unicorns of Love gerade so nochmal davon. Aber trotzdem, die Situation auf der Botlane war super gut gespielt von Flashwolves. Ja, wie du gesagt hast, durch die Rotation einfach besser gewesen, konnten sie jetzt den First Blood Tower nehmen. Und Unicorns of Love hat da ja noch keine gute Chance, sich jetzt einen Tower im Ausgleich zu holen, muss man sagen. Also sind auf keiner Lane so extrem rangepusht, dass sie sich zeitnah einen Tower holen könnten. Und Kha'Zix macht's gerade ganz gut. Mit Rengar kommt er eigentlich ganz gut ins Spiel. Hat jetzt zwei Supports, das ist nicht schlecht. Farmtechnisch auch vom Kha'Zix. Also da können wir einiges erwarten. Ja, der kommt auf jeden Fall besser ins Spiel als Rengar in den gestrigen Games. Ja, Xerxe hier jetzt auf Kha'Zix unterwegs, was ich vorhin noch kurz erwähnen wollte. Er ist ja eigentlich eher so der Utility-Jungler. Das heißt, Ivan wurde ja auch gegen ihn gebannt, hat er Zac und so gespielt. Hier nochmal kurz der Dive. Hylissang überlebt mit seinem Schild nochmal kurz, aber im Endeffekt sind einfach zu viele Schadens-Output-Champions, die eben hier auf ihn draufhauen. Und ja, da kann er nicht überleben. Aber wie schon gesagt, Xerxe auf Kha'Zix eigentlich hat er selten gespielt. Und man hat gestern auch schon gesehen, auf Rengar war er jetzt nicht überragend. Ihm liegen halt mehr solche Utility-Jungler wie die Ivan, deswegen wurde er gebannt, genau. Man muss auch sagen, die Botlane hat sehr schön ausgenutzt, dass sie den Level-Vorteil hatten. Also die Ashe Ultimate wurde halt komplett gut genutzt. Da hatte man eigentlich noch nicht viel gegenzuhalten auf der Seite von Unicorns of Love. Und dann natürlich zu viert, so oder so. Ja, die Situation hat man sehr schön gehandelt, muss man sagen. Flashwolves macht hier einen guten Job und die zeigen sich gerade ziemlich dominant und aggressiv. Steht ihnen aber auch ganz gut. Der Erddrache könnte jetzt der erste sein, der gemacht wird. Und ich glaube, das schwarze Overlay hat man jetzt auch ein bisschen angepasst, dass es nicht mehr nur schwarz ist, sondern man ja jetzt Slots hat praktisch. Fünf Dragons, Dragons ist ja das Höchste, was man eigentlich kriegen kann, also von den Zeiten her. Oder hat er kurz ein Leben? Ich denke auch, dass der fünfte Slot so, der für den Ahndrachen sein wird. Einfach, weil es der größte ist, dass man den nochmal hervorheben kann. Aber du kannst theoretisch ja fünf Drakes kriegen, also fünf Elementare. Ja, ja, klar, aber dazu kommt es nämlich nicht. Dazu kommt es so gut wie nie. Ja, also aber dann haben sie ein Problem mit ihrem Overlay. Ja, klar. Die haben auch eben gerade ganz kurz bei Unicorns of Love, wenn ich mich nicht irre, so ein Icon aufblitzen lassen. Und jetzt im Endeffekt ist es dann doch bei Flashwolves, wo es hingehört. Der erste Drache, First Blood Tower, ersten Kills. Da ist man auf jeden Fall gut dabei. Unicorns of Love konnte sich jetzt den ersten Tower holen. Also ein bisschen Ausgleich schaffen, aber trotzdem ist Flashwolves da goldtechnisch noch ein ganzes Stück vorne. Und Flashwolf hat uns ja gestern so ein bisschen überrascht, sag ich mal. Sie haben auf jeden Fall super gut gespielt. Wir hätten nur gedacht, dass G2 bessere Chancen hat. Ja, aber es ist G2 international. Und da, ja, ja. Das ist ein anderes G2, als man jetzt in Europa sieht.
Und Flash Rooms hat das echt sehr, sehr solide gespielt. Also für uns war das im Prinzip das gestrige Topspiel. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und Flash Rooms konnten uns einfach mehr überzeugen als G2. Flash Rooms sind jetzt wieder gut dabei. Ja, Flash Rooms hat einfach... Die Sache ist, wenn man halt immer nur reagiert, wie es jetzt gerade Unicorns of Love gemacht hat, wie es G2 gestern auch die ganze Zeit gemacht hat, dann bist du meist im Hintertreffen, weil reagieren ist immer schlechter als agieren. Ja. Auf der Toplane hat man gerade auch nochmal gesehen, warum Poppy so schön stark ist gegen Renekton. Wenn er dasht oder slidet, muss sie halt wirklich nur ihr Schild aktivieren und dann wird er halt hochgeworfen. Also damit kann man ihn richtig gut hinein. Nein, auch später im Teamfight wurde es gut, weil er an der Poppy gar nicht vorbeikommen sollte mit den Slides. Also da hat man einen sehr, sehr guten Pick gelandet. Ja, MMD ist ja auch jemand, der auch Tanks spielen kann, ja, auch wenn das vielleicht nicht priorisiert. Aber der macht einen guten Job bisher, farmtechnisch liegt er nicht vorne, aber trotzdem gegen einen Renekton, der gerade im Early Game so stark ist, denke ich mal, kann man ein bisschen Farmnachteil verkraften. Ja, Kasa jetzt auf dem Weg durch den Jungle, muss ich weiter hochfarmen. Killtechnisch hat er noch nicht so viel Potenzial, hier sich nochmal irgendwas zu nehmen, wir haben ja schon drüber geredet. Er ist jetzt nicht der beste Gank-Charakter. Ja, Rengar... Braucht da mal ein Waldchen. MMD scheint zurückzugehen in die Base genauso. Ah, Samux wird da nochmal gestunt durch die Ash Ultimate. Aber mit dem Heal kommt er da ganz entspannt weg. Ja, sicher da den Heal zu zünden. Ich meine, besser als dann später noch seinen Flash zu verlieren, weil Sword hat irgendwie ranflasht und ihn dann noch probiert zu snaren. Also gut gemacht von Samux hier. Würde ich nicht sagen, dass es überreagiert ist, wenn jetzt der ein oder andere meint, ah, der wäre auch so weggekommen. Ja, sicher, better sicher. Safe than sorry. Genau, deswegen, sie dürfen halt einfach keine weiteren Kills abgeben. Von der Warte aus würde ich sagen, das passt schon, dass man da den Heal gezündet hat. Man hat immer nicht geflasht. Heal kriegt man noch ein bisschen schneller wieder. Und Flash wäre da der wichtigere Spell gewesen für einen Varus. Er ist ja so oder so sehr immobil, das ist das Problem. Ah, Betty ist jetzt zusammen auf der Toplane mit Sword Art. Kasa kommt dazu, Kasa, da muss Visichachi aufpassen. Ja, aber der kommt weg mit den Dashes. Wir haben auch keinen Ash Arrow zur Verfügung, also er sollte da einfach rauslaufen können. Aber Maple, der kommt auch mit seinem Package. Aber Hylissang, der hat Samux mitgebracht und da kann man hier nochmal den Dive verhindern. Aber trotzdem, auf Unicorns Seite reagiert man wieder nur und Flash Rose ist hier das tonangebende Team. Ja, was soll man sonst machen außer reagieren? Ja klar, ist, aber es ist richtig, es ist richtig. Die Sache sie sind ist gerade in der Defensivrolle und schaffen es keine Aktion zu bringen, mit denen sie sich irgendwie wieder nach vorne bringen können. Da hast du schon recht. Ja, und sie können jetzt wirklich nur versuchen, den Tower zu verteidigen. Man hat natürlich gute Möglichkeiten, mit der Tahmkench Ultimate nochmal hinzukommen, wenn Flash Wolves rotiert, um da ein bisschen gegenwirken zu können. Aber im Moment ist es halt wirklich so, dass sie in der Defensivrolle sind und keine guten Chancen haben, da wieder rauszukommen. Ja, MMD jetzt auf der Botlane, also die ganz normalen Rotationen, die wir hier sehen, die Botlane von Unicorns of Love geht natürlich Richtung Midlane oder Richtung Toplane, weil sie da besser verteidigen können, weil sie da noch einen Tower haben, der sie beschützt. Und deswegen ist Visichachi gerade auf der Botlane unterwegs. Na, Exile sorgt dann nochmal für ein bisschen Sicht, damit er sicher stehen kann und sicher spielen kann auf der Toplane. Und wir sehen es tatsächlich sehr oft, dass wenn der Midlane auf eine Solo-Lane geht und dann gegen die Botlane des Gegnerteams spielt, dass der Support, zum Beispiel Hylissang, zu ihm rotieren könnte. Er hat natürlich die Ultimate, er wäre schnell da, um den Tower noch verteidigen zu können. Die ist noch nicht ganz ab, aber die sollte demnächst wieder ready sein. Deswegen kann er jetzt gerade noch bei Varus bleiben. Seit von Unicorns hat man sich jetzt hier so ein bisschen in der Midlane gesammelt zu dritt. Man sollte da jetzt aber dann auch schleunigst mal auf die Top-Lane kommen, weil da macht eben Flash Wolves Druck und ich verstehe dann nicht, wieso man dann zu dritt die Midlane reinpusht. Ja, um da versuchen, um zu versuchen Corki da zu halten und halt um zu versuchen, da den Tower ein bisschen pressuren zu können, weil ich denke, ja, der erste Tier-Tower ist ja schon weg. Ja, aber man rechnet also hier, glaube ich, einem Tier-2-Tower mehr Wert zu als dem Tier-1-Tower auf der Top-Lane. Außerdem kann Victor einfach gut halten. Er bietet extrem viel Wave-Clear, hat auch die Möglichkeit, rein theoretisch, wenn er sein Stunfeld gut positioniert, drei Gegner abzuhalten. Also da hat man einen guten Pick gelandet. Die Ash-Ultimate, die geht daneben. Sehr schöner Sidestep von Exile. Das war ja nicht mal zwingend ein Sidestep, es war ein sehr großer Step. Das war ein Sidewalk. Und jetzt kommt Visichachi nochmal zusammen mit der Tahmkench Ultimate. Kann man da auf Kasa raufgehen? Der flasht über die Wand. Und der Schaden, der dabei rumkommt, gerade bei dem Kampf, ist schon ziemlich hoch. Hylissang kann sich freuen, dass er da nochmal mit 300 AP wegkommt. Die Rakete von Maple sitzt nicht.
Und selbst dann sollte es nicht gereicht haben. MMD ist jetzt da. Schöner Stun auf Visicaci. Der wird gefressen von Tam Kench. Kann dadurch nochmal entkommen. Und aus Stunfeld von Victor, genauso die Varus Ultimate, die waren extrem wichtig, um da nochmal wegzukommen. Und man sieht, wer im direkten Matchup im 4 gegen 4 die Oberhand hat, das ist momentan Flash Wolves. Natürlich hat man versucht, auf der Seite von Unicorns of Love ja die Oberhand zu kriegen, im Vorteil zu sein. Aber da hat Flash Wolves gerade sehr schön reagiert. Und dann sichert sich jetzt auch den zweiten Drachen. Einen Winddrachen. Hilft die natürlich bei den Rotationen, also ja. Wir haben ja schon gesagt, sie sind im Moment in der Oberhand. Also sie sind in der Oberhand, das heißt, sie können einfach gerade mit Unicorns so ein bisschen spielen. Sie können diktieren, wo sie auf der Karte den Druck machen. Und da hilft dir so ein Winddrache schon. Also mehr wäre natürlich noch viel geiler, weil dann kann man noch viel, viel besser verschieben. Aber alles in allem kann man den gut und gerne mal mitnehmen. Ist wichtig für sie auch, solche Drachen mitzunehmen. Der Erddrache hilft ihnen dann später noch beim Baron und bei anderen Objekten sehr, sehr gut weiter. Also im Moment Flash Wolves super aufgestellt. Und Unicorns haben zwar gerade was probiert, aber haben im Prinzip selbst, sag ich mal, mit mehr bezahlt, als sie jetzt wirklich bei Flash Wolves dann auch rausbekommen haben. Sie haben zwar keinen Kill abgegeben, aber man hat auf jeden Fall gesehen, wer gerade das stärkere Team ist. Flash Wolves hat da nicht schlecht gespielt, auch Maple, dass er nochmal von der Seite gekommen ist. Da hat man dann natürlich auch Range und Schaden zur Verfügung, das sollte man nicht unterschätzen. Die Ultimate von Exile saß vorhin auch nicht wirklich. Durch den Flash ist Kasa da nochmal weggekommen. Und Samux braucht ein bisschen länger mit Varus, um ins Spiel zu kommen, um wirklich so krass poken zu können, wie Corki auf die Distanz. Also Corki ist da ein bisschen schneller drin. Bietet auch sehr viel AP-Damage, auch wenn man ihn so ein bisschen AD-mäßig bildet. Na, Kasa pusht weiter die Top-Lane. Jetzt ist Betty aber da, der hat einen guten Wave cleared am Kench Ultimate. Ja, da wird man von der Ash Ultimate nochmal gestunt und Sordat ist jetzt auch da, genauso Kasa, der kann gleich reinspringen mit der Ultimate, wird exhausted, geht aber trotzdem rein, zieht sich dann zurück. Und der Kampf ist gerade ein bisschen deeskaliert. Ja, MMD ist jetzt nochmal drin, der Flash von Samux, die Ultimate um zu C10, Zerxe kommt aber auch noch weg. Und Exile ist jetzt auch da, das ist praktisch gerade fast das gesamte Team oben. Ja, dafür sollten sie jetzt auch den Turret bekommen. Der Victor Laser reicht nicht ganz, um die komplette Minion Wave zu clearen und damit der zweite Turret für Flash Wolves. Und eigentlich habe ich gedacht, Flash Wolves hat so ihren Teleport-Vorteil ein bisschen verspielt, weil Visicaci war ja gerade hochtippet, MMD hatte Teleport-Vorteil, ist jetzt auch hochtippet, hat nicht wirklich viel rausgekriegt, klar, man bekommt den Turret, verliert wahrscheinlich aber dafür den Botlane-Turret. Na, ich weiß nicht mal. Visicaci kann, glaube ich, nicht mal schnell genug pushen, also... Er muss jetzt auf die Vasallen warten, das ist das Problem, aber er klärt die Wave ganz gut. Deswegen sollte er den Tower eigentlich bekommen, obwohl MMD ist gleich da. Wenn er sich ein bisschen beeilt, schafft er es. Hat keinen Sunfire, also theoretisch könnte er auch einfach den Turret nehmen, aber da kommt Maple um die Ecke und Visicaci hat jetzt ein großes Problem, ist da zu lange geblieben, um den Turret zu holen. Flash nochmal rüber und kommt damit nur den Knallzapfen nochmal weg. Aber naja, Flash verloren, was natürlich für einen Renekton auch ein gutes Tool ist, um nochmal in die Backline zu kommen. Und man hat im Endeffekt jetzt keinen Turret zurückbekommen auf Seite von Unicorns of Love. Und damit ein deutlich schlechterer Trade. 2000 Gold ist man jetzt hinten und Flash Wolves zieht immer ein bisschen weiter weg. Ja, sie machen das wirklich gut. Also rotationsmäßig sind sie gerade auf jeden Fall besser dabei. Und Unicorns of Love versucht zwar immer wieder, gerade mit der Tam Kench Ultimate, die Mehrzahl an Spielern zu haben. Also dass man eine Vorteilsposition hat im Sinne 4 gegen 3 oder meinetwegen 5 gegen 3 oder so. Und dann kommt aber trotzdem Flash Wolves sehr schnell hinterher. Sie haben natürlich ziemlich viel Movement. Ja, Betty jetzt nochmal mit der Ultimate. Wir sehen leider nicht, wo sie landet. Sie landet auf Xerxe, den kann man da sehr schön CC'en und der Damage sollte reichen, um ihn zu töten. Er geht nochmal über die Wand, Maple. Wenn er dann Shot landet, der flasht sogar für den sicheren Kill. Exile fightet jetzt gegen Maple. Macht auch ziemlich viel Damage. Maple muss aufpassen. Kommt da ganz nochmal weg dank dem Karma-Schild und Kasa holt sich oben nochmal den Kill auf Exile. Also da hat Sordat gerade gut reagiert, hat Corki nochmal geschildet und deswegen ist er rausgekommen aus der Victor Ultimate. Ja, aber Unicorns ist so ein bisschen desorientiert. Also ich meine, sie waren irgendwie in ihrem eigenen Jungle komplett verstreut. Hylissang konnten niemanden essen. Ja, okay, jetzt aber vorhin nicht. Jetzt wird Samux dann auch noch angegangen und Flash Wolves, wie ich schon gesagt habe, sie diktieren einfach das Spiel im Moment. Sie wissen genau, wo sie dann reingehen können, haben genügend Vision aufgebaut. Und 4:0 ist für mich eigentlich schon mal so eine deutlichere Sprache als gestern, wo Unicorns es Ganze ausgeglichener gestalten konnte gegen Kongdu und dann eben durch diesen einen Baron Call zurückkam. Das sehe ich jetzt im Moment. Auch ein anderes Team. Ja, klar, aber ich sehe es im Moment für sie
kaum, also nicht wirklich die Möglichkeit, weil ja. Flash Wolf für mich viel, viel souveräner als Kongu rüberkommt. Ja, Kongu hatten wir gestern schon angesprochen. Die sind das letzte Team momentan in der LCK. Sie haben zwar Mechaniken, können gut farmen, aber es funktioniert bei ihnen dann im Endeffekt doch oft nicht. Die Hitbox von der Ash Ultimate ist wieder ziemlich groß, muss man gestehen. Xerxe kann dadurch geholt werden. Maple macht das wirklich schön. Flash jetzt nochmal rüber. Geht auf Nummer sicher. Und kämpft hier gegen Exilee. Durch den Exhaust hat er da einiges an Nachteil. Und dank Hammers, da muss man Sordat wirklich loben, kommt er dann nochmal aus der Victor Ultimate raus. Kann sich dann entspannt zurückziehen. Das ist außerhalb der Reichweite von Samux. Die Sache war, irgendwie haben sie sich komplett gesplittet. Erst hier oben, Xerxe erstmal sich von seinem Team getrennt. Dann hat zwar hinten Hylissang Exilee gefressen, sind dann aber in den eigenen Jungle gelaufen. Hylissang läuft nach oben weg, Exilee läuft nach unten weg. Also allgemein hat da die Kommunikation bei Unicorns nicht so wirklich gepasst, habe ich das Gefühl. Ich denke, sie wussten, dass sie sich zurückziehen müssen, dass sie keine direkte Chance haben. Schon wieder die Ash Ultimate, aber mit der Varus Ultimate wird da ein bisschen gekontert. Wie ich sagen wollte, ich denke, sie haben gewusst, dass sie in diesem Kampf keine Chance haben, wenn sie reingehen. Deswegen haben sie sich gesplittet, weil sie gehofft haben, dass nur ein oder zwei Leute sterben. Aber Flash Wolf hat gut gefollowt, hat sich auch aufgeteilt und konnte dann die Kills im Endeffekt holen. Also Unicorns of Love hat, wie man sieht, im direkten Teamfight, im direkten Vergleich gerade einfach keine gute Chance zu gewinnen. Selbst wenn Varus ziemlich viel Damage mitbringt. Man hat mit Corki eine gute Antwort gefunden und auch wenn die Ash Ultimate als Engage sitzt, kann man hier auf der Seite von Flash Wolf sehr schön followen. Ja, jetzt ist gerade der Tower drauf, zerstört, ja. Genau, auf der Botlane. Hat man lang genug drauf gewartet. Kasa muss da aufpassen, dass er nicht zu aggressiv spielt. Wird da sehr schön CC'd und jetzt kann man versuchen, hier nochmal was zu machen. Sordat, kann er wegkommen. Die Tam Kench Ultimate sehr schön eingesetzt, aber da ist Betty in der Nähe, genauso Maple, da kommt viel zu viel Schaden bei rum. Betty muss aufpassen, dass er jetzt nicht getötet wird. Die Pfeile von Samux tun natürlich extrem weh. Ja, aber weg die Ash Ultimate jetzt nochmal auf Xerxe. Den sollte man sich auch ohne Probleme holen können. Sehr schön gemacht von Flash Wolves. Ja, die sorgen da immer wieder für die Möglichkeit, Kills zu bekommen. Du wolltest gerade was sagen, Samux. Ah, da kommt jetzt MMD nochmal von unten. Flash geht darauf, die Ultimate nochmal, um ihn zu CC'en. Und den Kill kann man sich wieder ganz einfach mitnehmen. Also Flash Wolf stompt hier gerade genauso Unicorns of Love, wie sie es gestern mit G2 gemacht haben. Was wolltest du gerade sagen, bevor ich dich so je unterbrochen habe? Ich frage mich trotzdem, warum man gerade mit Exilee dann reingegangen ist, ja, mit Hylissang. Weil Exilee hatte noch ein Drittel Leben, seine Ultimate war raus, er war wahrscheinlich auch noch auf Cooldowns auf seinen anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel im Stunfeld oder so. Und dann frage ich mich, wieso man dann da mitten in drei Gegner reingeht, wo man weiß, dass man eigentlich kaum Chancen hat. Und wie sie Chachi, klar, man möchte den Baron so ein bisschen contesten, aber im Endeffekt alles nicht worth. Gegen fünf Mann ist echt keine Chance. Natürlich ist ja, jetzt Hylissang jetzt da. Er hat es geschafft, die Lane, so dass man jetzt zum Beispiel den Flash von Kasa bekommt. Aber alles in allem war die Situation einfach viel besser für Flash Wolves. Sie haben sich jetzt auf 9:1 hochgearbeitet. Wir sehen nochmal Kasa. Ist er zu weit drin, wird dann auch CC. Da hat man eine gute Möglichkeit mit dem Team von Unicorns of Love. Und dann kommt gleich der Turn. Also man geht zu weit rein. Man hat natürlich nicht zwingend damit gerechnet, dass Betty und Maple beide da stehen und komplett den Damage rausdrücken können, klar. Aber trotzdem, es ist sehr gefährlich, wenn man mit der Tam Kench Ultimate direkt in die Gegner reingeht. Und vor allen Dingen, Xerxe konnte da nicht so schnell rankommen. Hier wird er nochmal durch die Ultimate von Betty gestunt. Sehr schön gemacht. Und auch Samux kann man sich dann gleich noch holen. Jetzt ist halt komplett alleine. MMD ja, war hinten rein, wirklich teleportiert. Also dahingehend Flash Wolves. Kasa war da auch so ein bisschen der Bait. Ja, um einfach den Engage anzufangen. Man hätte oder man wäre wahrscheinlich gerne rausgekommen, aber die W funktioniert einfach nicht mehr so wie früher. Du bist nicht mehr komplett CC-immun danach. Deswegen, ja, ist dann das Stunfeld von Victor schon ein Problem für ihn, weil es halt so groß ist. Er muss erstmal versuchen rauszukommen. Aber alles in allem war der Kampf wirklich besser gerade für Flash Wolves. Den einen Kill kann man verkraften, jetzt nochmal die Ash Ultimate, aber die geht daneben. Ich denke mal auch nur, um wirklich den Baron verteidigen zu können. Ja, Package wird jetzt hier genutzt, weil es gleich ausgelaufen wäre. Man holt sich jetzt hier die Vision zurück auf Seiten von Flash Wolves über den Baron. Ist natürlich immer so ein kleines Spiel so um den Baron. Wer hat gerade die Vision? Wer hat den Druck? Mal sehen, wer sich dann im Endeffekt da durchsetzen kann. Hylissang geht jetzt hier rein. Aber Maple kommt da ganz einfach weg, auch mit dem Heal. Gespielt, ja. Der braucht sich da keine Sorgen machen. Also so gut kommt halt Unicorns of Love auch wirklich nicht ran. Die einzige Ultimate, die für ein Engage nicht schlecht ist, oder ein Disengage, ist halt die Varus Ultimate, weil du auf Range CC hast. Mit Victor kannst du es probieren, aber eigentlich kommt man aus dem Stunfeld immer gut raus. Renekton wird ein bisschen gekontert durch MMD, wenn er da ist. Also da hat
Flasho ist meiner Meinung nach auch richtig gute Picks gelandet jetzt gerade in diesem Spiel. Da kommt nochmal ein Engager, würde ich sagen, der ist schon auf der Hälfte seines Lebens. MMD wird nicht gestunt, jetzt wird er festgehalten mit der Varus Ultimate. Die kann sich auch nochmal auf Sword Art ausweiten. Da muss man jetzt gucken, dass man nicht zu viel will. Die Ultimate von MMD nochmal. Dadurch kann man einen Gegner zurückwerfen, aber trotzdem ein Kill, der hier an Unicorns of Love geht. Der nächste mit dem Varus-Pfeil, sehr schön gemacht. Und Hülisang mit dem Fraß gerade nicht schlecht. Dabei noch ein Kill für Unicorns of Love. Die turnen den Fight gerade und Maple muss jetzt versuchen, gegen die Gegner klarzukommen. Schafft's nicht, hat auch kein Heal mehr zur Verfügung gehabt. Also der Kampf ging besser aus für Unicorns of Love. Und da sieht man, wie stark Varus wird im Late Game, wie viel Damage er mitbringt. Vor allen Dingen, wenn man es nicht schafft, nah genug an ihn ranzukommen. Denn auf nahe Distanz hat er wirklich keine guten Chancen, wenn du ihn auf Penetration bildest. Er hat nur den Fall-Damage eigentlich zur Verfügung. Und das war sehr schön gespielt von Unicorns of Love. Nochmal eine kleine Möglichkeit, ja, jetzt vielleicht wieder nach vorne zu kommen. So ein großer Goldabstand besteht nicht. Und den Mid-Tower, den sollte man sich holen können. Man hat Red Buff, man hat die Minion Wave. Ja. Ja, der Fight ist eigentlich gar nicht so schlecht gespielt von Unicorns. Also, ich habe das Gefühl gehabt, Flashwurst kam nicht so wirklich an die Carries hinten ran. Also, ja. Exile und Samux, die konnten einfach noch sehr, sehr lange Damage drücken. Also, Samux war ja am Ende des Fights immer noch Full Life und er hat kein Lifesteal-Item, also er wurde auch kaum angegangen. Exile dann irgendwann abgeholt worden, aber trotzdem, sie waren einfach viel zu lange nicht der Fokus von Flashwurst. Das Ding ist, man hat gerade an der engen Stelle da am Jungle-Eingang gekämpft. Mhm. Dadurch Victor natürlich ein super starker Pick mit dem Stunfeld. Da musste man sich erst zurückziehen. Dann kam die Varus Ultimate. Die hat sogar noch connected, also man hat sich nicht weit genug von der zurückgezogen, vor allem Sword Art, um ja, von der nochmal entkommen zu können, wurde dann selbst CC'd und dann ganz einfach genommen. Und hier ist gerade Sword Art auch ein wichtiger Pick, weil er selbst nochmal ziemlich viel Utility fürs Team bietet. Und wenn er am Anfang des Teamfights rausfliegt, ja, dann ist es schwer für Flashwurfs da nochmal einen schnellen Disengage oder Engage zu haben. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber alles in allem umso besser gemacht von Unicorns of Love. Gerade, dass sie den Kampf da weiter gesucht haben. Nicht passiv geworden sind auf einmal, sondern wirklich gesagt haben, wir gehen jetzt rein, wir nutzen alles, versuchen zu kämpfen. Und es hat sich sehr schön ausgespielt für sie. Die Pfeile von Samux waren auch on point, hat dann Triple Kill geholt. Ja, ich dachte, wir kriegen vielleicht noch eine Wiederholung von dem ganzen Fight, aber... Ja, vielleicht ein bisschen später. Ich habe halt in den letzten, gestern auch irgendwie Wiederholungen, so 10 Minuten ja, nach deswegen. Dem Fight, so... Ja, jetzt gerade ist es halt immer noch spannend. Wir haben die Möglichkeit, dass Kasa dann nochmal reingeht. Aber da positioniert man sich sehr gut. Die Tanks nach oben hingelegt. Wie sieht Chachi? Zoned da relativ gut. Mit Lane macht man hier jetzt Druck auf Seiten von Flash Wolves. Weil Unicorns hat natürlich auch genügend Wave Clear mit dem Varus zur Stelle. Also Exile und Varus dann halt mit auf Samux. Die haben dann genügend Wave Clear. Ich meine, ein Pfeil und dann noch so ein Laser durch und dann ist die Minion Wave zu 100% geclearet. Ja, so langsam wird Varus auch stärker, was den Poke angeht, als Corki. Weil er natürlich nicht nur am ersten Ziel Schaden macht. Also du kannst nicht wirklich die Skillshots von ihm blocken als Tank für dein Team. Und natürlich, weil er ein bisschen mehr Damage mit der Q macht als Corki. Mit seinen Raketen. Ja, jetzt sehen wir nochmal eine Wiederholung. Jetzt sehen wir eine Wiederholung. Gut, also wie du schon gesagt hast, man fightet hier direkt am Eingang. MMD kann er jetzt nicht so viel machen. Xerxes schleicht jetzt auch von hinten ran und kann quasi dann die Carries abhalten, springt dann nochmal weg und in der ganzen Zeit kann Exile viel Damage machen. Samux wird zwar nochmal weggekickt, aber Maple und Betty, die sind hinten, hauen jetzt auf Visichachi und Hylissang drauf, die noch relativ lang aushalten können. Hylissang frisst halt Visichachi, kann sich dann nochmal wegflashen und sein Schild aktivieren. Und dadurch sind sie halt extrem tanky in der Frontline und Unicorns ist einfach schneller durch die Frontline durch, als Flashwurfs eben durch die Frontline von Unicorns. Ja, man hat hier gerade trotzdem den Kill auf Visichachi bekommen gehabt in dem Kampf. Also obwohl Hylissang ihn gefressen hat, er ist dann einfach in seinem Mund gestorben. Aber alles in allem war es ein guter Kampf von Unicorns of Love. Auch Exile hat hier einen guten Job gemacht, hat seine Stunfelder immer wieder perfekt gesetzt, hat es wirklich geschafft, seinen Schaden komplett rauszubringen. Und es ist eine gute Möglichkeit gewesen, jetzt nochmal ein Stück ranzukommen. Goldtechnisch ist der Unterschied jetzt nicht mehr ganz so groß. Natürlich, Flash ist immer noch vorne, aber die haben auch zwei Drachen schon bekommen bisher. Sind killtechnisch ein bisschen weiter vorne. Towermäßig liegen sie aber hinten. Ja, Unicorns of Love hat einen Feuerdrachen bekommen, Flashwolves den Erd- und den Winddrachen. Ja, Unicorns ist hier schon mit ihrem vierten
Turm. Sind dahingehend jetzt ein bisschen wieder rangerückt im Gold, weil sie einfach zwei Türme mehr hat, obwohl man eigentlich so das Gefühl hatte, Flash Rule spielt die Karte besser, hat Unicorns jetzt mehr Türme abholen können, was mich etwas wundert, aber Unicorns spielt es dahingehend auch einfach nicht schlecht. Sie wissen, dass Ixile im Moment super stark ist, der nimmt im 1 gegen 1 wahrscheinlich jeden von Flash Rules auseinander und dann kann er auch auf die Sideline gehen und sich die Turrets abholen. Außer vielleicht Kasa, wenn Kasa den Engage findet. Ja. Das kommt halt immer darauf an, wie man den Kampf initiiert. Ja, Maple ja auch sehr, sehr gut im Spiel, also dahingehend müsste man halt auch gucken, wie viel halt bei jedem trifft. Na, aber man muss sagen, gerade ab einer gewissen Zeit, ja so 20 Minuten ungefähr, hat man dann die Möglichkeit, weil die Todestime einfach höher sind, aus einem Kill, den man bekommt, auch mehr zu machen. Deswegen, Unicorns of Love haben inzwischen mehr Tower, sind also ganz gut dabei und Flashus muss gucken, dass sie jetzt keine Kills abgeben. Ah, da kommt nochmal der Engage. Mit der Ultimate Phantom Catch. Betty kann da nochmal entkommen. Ja, und ja, jetzt die Ultimate als Churn. Wie sieht Chachi? Wird sie zählt? Das Stunfeld von Victor. Sitzt ganz gut, um MND abzuhalten. Ja, der wird da auch nochmal sehr schön festgehalten. Kasa versucht da gerade Kha'Zix zu töten. Schafft es aber nicht. Ein Kill, den sich Maple hier holen kann. Die Pfeile von Varus, die tun richtig weh inzwischen. Der nächste Kill für Flash Wolves. Und oben ist man gerade... ja, dabei, wie sie Chachi 3 zu 1 zu holen. Trotzdem bekommt er noch den Kill auf Maple. Ja, wie sie Chachi lebt immer noch. Kann er da nochmal wegkommen? Oh, oh, sehr schöner Snipe von Varus. Und wie sie Chachi, der läuft immer noch weiter. Ist natürlich ziemlich tanky mit den Dashes. Kommt er dann auch gut weg? Also gerade ein ausgeglichener Kampf. Eigentlich hätte ich gedacht, Flash Wolves gewinnt das Haus hoch, weil Exile, der wurde durch die Empowered Bola von Kha'Zix gesnared, war dann relativ schnell down, aber im Endeffekt konnte hier nochmal Unicorns of Love relativ gut zurückhalten. Samux war wieder in der Backline, hat quasi die ganze Zeit die Pfeile konstant durchgeschossen und damit jede Menge Schaden anrichten können. Und ja, Flash Wolves sah erst gut aus, aber im Nachhinein ist Samux so langsam der Champion, den sie auch mal fokussen müssen. Ja. Beide Teams haben hier gute Möglichkeiten. Man sollte das Stunfeld von Victor und die Ultimate im Teamfight nicht unterschätzen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man den gut anbringen kann, den Schaden und den Stun, dann wird es für Flash Wolves schwer, weil sie halt erstmal vorbei müssen. Und da sind so eine engen Stellen, wie gerade im Jungle, halt für sie eher unangenehm zu kämpfen. Und ich denke mal, das hat auch wieder ziemlich viel rumgerissen. Dadurch hat man sich sehr viel Zeit erkauft, konnte mit Varus super viel poken. Und Samux macht da wirklich einen guten Job. Ah, der Baron wird jetzt immer wieder ein bisschen geklärt, was die Vision angeht. Man möchte den natürlich nicht abgeben. Ja, Kha'Zix kann ihn noch ein bisschen nerven, wenn der Baron auch als gegnerisches Team angreift. Geht da die Aggro auf die Gegner, aber mal gucken, wie der letzte Fight jetzt nochmal ablief. Hier wird die Chachi vom Arrow getroffen, bekommt da schon mal sehr, sehr viel Schaden. Das sah nicht so gut aus für Unicorns, aber jetzt sieht man es gleich, wenn Kha'Zix hier reingeht. Xerx ist erstmal etwas überaggressiv, muss dann gefressen werden und Exile. Der wird hier gesnared, bringt nicht mehr so viel Damage bei rum und das sah jetzt super aus für Flash Wolves. Aber im Endeffekt, hier hinten kann dann Betty und MMD können hier Samux nicht abholen. Der nimmt erstmal Betty mit, Visichachi hält ewig durch, kommt dann sogar noch weg. Und dann der Pfeil. Und der Pfeil, der war einfach super gut gesetzt von Samux. Also Samux hier gerade erstmal wunderschöner Flash, um Betty abzuholen. Dann auch ein wunderschöner Snipe, ich wiederhole mich ein bisschen mit wunderschön, aber das war einfach wunderschön. Und Samux spielt gerade den Varus echt nicht schlecht. Ja, muss man sagen, der ist auch super useful fürs Team gerade. Bietet mehr Poke Damage als Maple, positioniert sich auch immer richtig gut. Also er hat die Möglichkeit, seine Pfeile unbehelligt schießen zu können. Niemand kommt an ihn wirklich ran. Wir haben ja gesehen, er hat gerade in den Teamfight komplett Full Life überlebt. Konnte am Ende nochmal einen guten Snipe durchbringen. Also da muss man ihn wirklich loben. Und das ist eine gute Möglichkeit für Unicorns of Love, jetzt nochmal wieder ins Game zu kommen. Mit Victor hat man einen sehr starken Champ im Late Game. Varus auch. Super viel Damage, den er mitbringt. Man startet hier den Baron. Klar, der Ward ist disabled. Und vielleicht denkt man auch auf Seiten von Flash Wolves, okay, der Ward steht noch drin. Ist zwar disabled, aber die fangen ihn nicht an. Haben jetzt mit dem Blue Ward nochmal hier gespottet. Aha, ja, der Pfeil geht vorbei. Und die Ash Ultimate ist super wichtig, um einen Gage zu finden. Denn die stand natürlich extrem lang. Man hat dann einen Gegner schon mal rausgenommen, den man praktisch schnell bursten kann. Und so muss man gucken. Den Midlane Tower bekommt man. Und jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu aggressiv gedacht von Hylissang, der da mit der Ultimate wieder in die Gegner reingeht. Aber diesmal überlebt man es. Inzwischen hält man auch ein bisschen mehr aus. Maple macht ein bisschen Schaden, aber das ist auch nicht mehr so stark wie
wie früher steht. 6-2-8, also ist wirklich eigentlich gut im Game. Genauso wie Ash. Da sind die Kills richtig verteilt. Jetzt holt man sich nochmal einen Winddrachen. Den sollte man bekommen. Den braucht man erstens nicht contesten auf der Seite von Unicorns of Love. Und außerdem hatte man da keine richtige Sicht. Der Winddrache ist jetzt natürlich nicht perfekt. Aber trotzdem, gerade wenn man später den Ahnendrachen angehen will, ist er nochmal ein guter kleiner Bonus. Ja, jetzt auch die aktualisierte Anzeige. Ein bisschen gebraucht, bis sie hier die Anzeige aktualisiert haben. Aber im Endeffekt sind wir froh drüber. Hatten wir gestern nicht. Da war immer so das Rätsel. Ja, was für Drachen haben sie jetzt eigentlich? Natürlich, der Twitch-Chat wusste immer Bescheid. Aber jetzt haben wir es hier auch visuell vor uns. Und Flashwurf sieht so aus, als ob sie hier vielleicht einen Sneaky Baron machen wollen. Sie haben das Package von Corki, was nochmal einen guten kleinen Bonus bietet im Teamfight. Also da kann man es auf jeden Fall versuchen. Man geht ihn jetzt sogar an, also die Vision wurde gecleared. Unicorns of Love ist aber in der Nähe, die sollten relativ schnell da sein, bloß mit Ash hat man jemanden, der den Baron unheimlich schnell bursten kann. Der Pfeil sitzt nicht und jetzt geht man nochmal rein. Ash Ultimate sehr schön auf Xerxe, der wird aber gefressen. Hylissan muss trotzdem gucken, dass man ihn in Sicherheit bringt und nicht zu nah dran bleibt. Wie sieht Chachi zusammen mit Exili hinten in der Backline. Die können sich den ersten Kill, den zweiten Kill holen. Ja, wie sieht Chachi schon ziemlich low MMD, versucht da nochmal einen Kill zu holen, aber man spielt es wirklich nicht schlecht, gerade auf der Seite von Unicorns of Love. Ein Kill sollte da noch drin sein. Wie sieht Chachi lebt immer noch. Und Victor holt sich sogar noch einen Kill. Maple muss da gucken. MMD wurde wiederbelebt durch GA und Exile. Ja, der sollte jetzt fallen. Immer noch Samux, der lebt. Der hat wirklich super gutes Positioning, ist da nie wirklich in Gefahr. Kann aber trotzdem für keinen weiteren Kill sorgen und da geht man gerade mit einem, ja, sagen wir mal, 3 gegen 3 Trade raus, aber trotzdem der Baron-Buff, der eigentlich entscheidende Faktor, den sich Flashwurst hier gerade sichern konnte. Man fängt gut mit dem Teamfight an, ja, aber im Endeffekt ist Unicorns of Love dann doch stärker. Das Package hat natürlich auch nochmal ein bisschen was ausgemacht, dass er mal noch weiter nach hinten rein konnte. Exile erstmal sehr, sehr gut flankiert, bisschen fast schon unglücklich, dass MMD natürlich hier noch den Guardian Angel zur Verfügung hat, weil sonst sähe es noch viel, viel besser aus für Unicorns. Hatten die ihn jetzt down, bis die Chachi kommt da hinten nochmal knapp raus, aber... Naja, es sah so aus wie so, es gibt ja in der Geschichte so eine Sprache für Zwei-Fronten-Krieg. Das heißt, man hat gesehen, Flashwurf war quasi so eingekreist. Auf beiden Seiten musste man fighten, deswegen war es so ein bisschen chaotisch. Und Exile konnte einfach durch die Backline durchgehen. Aber im Endeffekt, MMD tanking genug gewesen, konnte noch sehr, sehr viel wegtanken. Dann halt mit dem GA wiedergekommen und Maple hat zwar nicht Samux gekriegt, dafür aber Hillisang und konnte dann zurückkommen und hat dann zusammen mit MMD Exile noch bekommen. Also im Endeffekt... Worth für Flashwolves, sie haben den Baron bekommen, haben even getradet danach und können jetzt mit dem Baron vielleicht den einen oder anderen Turret einreißen. Ja, man muss sagen, Unicorns of Love hält sich aber gut, auf jeden Fall besser als G2. Ja, die sind hier das bessere Matchup, können sich gerade besser behaupten und schaffen es auch immer wieder, gerade wenn man den Anfangsunterschied, was die Kills etc. angeht, im Hinterkopf hat, dann ist Unicorns of Love nochmal ein ganzes Stück zurückgekommen. Natürlich haben sie jetzt den Baron-Buff abgegeben, das ist nicht so optimal verlaufen. Aber trotzdem, sie versuchen hier immer wieder selbst Kills zu bekommen und vielleicht irgendwie einen kleinen Vorsprung aufzubauen. Oder zumindest aufzuholen. Ja, der Wave hier, haben wir schon vorhin gesagt, von Unicorns ist nicht schlecht. Hier der Laser durch und dann nochmal wahrscheinlich gleich ein Varus-Pfeil, aber der geht erstmal auf Betty. Und naja, Betty noch keinen Lives zur Verfügung. Der wird auch erstmal seine Probleme dann haben. Weil wenn er nochmal so ein Arrow trifft, dann ist es auch ganz, ganz schnell vorbei mit der Seed-Situation für Flashwolves. Ja, da ist Varus wirklich ein guter Pick zur Zeit. Er ist gut, wenn man selbst belagert, um die Gegner auf Distanz zu halten, um ein bisschen Damage zu machen, auch wenn sie unterm Tower stehen bleiben. Und wenn man verteidigt, natürlich genauso. Man kann einfach auf Distanz bleiben. Der ADC steht eigentlich sicher und man bringt super viel Damage bei raus. Das einzige Problem, was man jetzt gerade so ein bisschen hat, ist der Baron-Buff, weil dadurch der Wave-Clear schlechter wird natürlich. Aber trotzdem macht Unicorns of Love das gerade super gut. Und dadurch, dass man nur 2 Baron-Buffs hat bei Flashwolves, ist es auch schwer, so richtig stark split-pushen zu können. Die sind vielleicht auch nicht optimal aufgeteilt. Man braucht MND wirklich immer als Konter gegen Visichachi. Ja, Unicorns hat sich jetzt ein bisschen ausrotieren lassen und damit verliert man den Top-Lane-Turret. Kasa hat seine Ultimate gezogen, damit sieht man natürlich auch, welcher Champion, sag ich mal, so am nächsten dran ist. Also dann kann man auch ohne Wards sehen, wie ungefähr so die Rotationen von Unicorns gerade sind. Man hatte jetzt den vierten Turret von Unicorns abholen können, ist damit wieder in Turrets gleichgezogen. Vom Gold her natürlich noch vorne, haben den Baron bekommen, haben mehr Kills und damit Flashwolves sehr, sehr gut aufgestellt, was das Late Game angeht. Auch wenn ich sagen muss, dass dann natürlich einen Victor und einen Varus abnormal viel Schaden machen. Klar, Visichachi wird abfallen,
Aber Maple wird auch ein bisschen abfallen. Kasa ist nicht so gut im Game, wie er hätte sein können. Also im Endeffekt, denke ich, wird es ein relativ ausgeglichenes Late Game. Aber wenn Xile so ähnlich wie gerade dann einmal durch die Backline durchgeht, dann wird es auch sehr schwierig, hier irgendwie für Flash Wolves noch Schaden rauszubringen, wenn erstmal Betty und Maple angegangen werden. Ich denke, so stark wird Renekton gar nicht abfallen, weil er geht auch ziemlich tanky. Man hat ja gesehen, wie lange er durchhält. Und das ist extrem wichtig, dass er da auch schafft, ja, in die Backline reinzugehen, zu stören, lang genug durchzuhalten und sie lang genug zu beschäftigen, dass man mit Exile oder auch mit Samux genug Damage machen kann. Und das macht er wirklich gut bisher. Er wird nur noch ein kleines bisschen tankiger werden, aber trotzdem. Also wenn er sich jetzt nochmal ein GA kauft, ich denke mal, in die Richtung wird es dann gehen. Dann kann man da gut kämpfen. Die Azure Demate geht daneben und deswegen auch keine gute Möglichkeit für Flash Wolves den Engage zu finden. Der nächste Drache ist gleich ab. Darum möchte man anscheinend auf Seite von Flash Wolves logischerweise fighten. Sie sind im Moment in der Vorteilposition. Elissan geht jetzt hier mit der Ultimate rein. Man möchte auf MMD turnen, aber der kommt hier noch einigermaßen weg. Varus Ultimate snert ihn zwar. Ah, er ist im Stunfeld. Da muss man aufpassen. Aber man kann sich hier nochmal zurückziehen. Redemption kam auch nochmal durch. Die Ultimate von Exile geht dann auch hinterher. Aber MMD überlebt mit einem kleinen Fitzelchen an Leben. Hat auch noch seinen Teleport zur Verfügung. Also er kann jetzt in die Base porten und sollte hier Unicorns direkt wieder was starten wollen, wäre er trotzdem zur Stelle. Und das habe ich gesagt, Poppy ist nicht mehr ganz so stark wie früher. Sie war ja früher extrem tanky und hatte trotzdem super viel Schaden dabei. Jetzt ist sie nicht mehr ganz so tanky. Nautilus wäre dann noch ein bisschen besser gewesen, wenn es wirklich um die pure Tankiness gehen würde. Hätte auch noch ein bisschen CC mitgebracht. Shen und Maokai waren ja immerhin gebannt. Also man hat zwei extrem starke Top-Lane-Tanks praktisch rausgenommen in der Pick-und-Bann-Phase. Oh, guter Smite. Ja, den hat man bekommen. Der hatte mal kurz resettet, der ist von 100 Leben auf 200 gesprungen. Ja, ja. Hat das passiert halt immer mal wieder. Gerechnet. Der hat nicht mal Flash, der hat gesmited. Kasa, nicht Flash, Smite. Ja, trotzdem, also man muss sagen, teilweise ist es halt dann wirklich so, dass der Dragon sich ein bisschen resettet und dass man dann den Smite nicht perfekt anbringen kann. Trotzdem hat man den Ahndrachen jetzt bekommen und dadurch sind die drei Drachen, die man insgesamt hat, nochmal ein ganzes Stück wichtiger geworden. Jo. Und man hat jetzt nochmal eine gute Chance, vielleicht einen Teamfight zu gewinnen. Einiges an Schaden, was man da zusätzlich bekommt. Das ist recht. Das große Zeichen ist dann quasi für den Ahnendrachen. Da kann man zeigen, ob der gerade, auf welcher Seite der gerade aktiv ist. Auch für die Leute, weil ich die Frage immer wieder gelesen habe. Es ist gerade Best of 3. Gestern waren es hauptsächlich Best of 1s, weil die erste Stage der Gruppenphase praktisch alles Best of 1s waren. Und jetzt die zweite, oder am zweiten Tag, wo wir hier die Spiele haben, ist es alles Best of 3. Da spielen dann immer die Gewinner gegen die Gewinner, die Verlierer gegen die Verlierer, weil es halt so aufgebaut ist. Später das Finale wird dann noch Best of 5 sein, also es steigert sich einfach so ein bisschen. Dadurch haben wir halt auch wieder ziemlich viele Games, die wir begutachten dürfen. Und für mich immer noch das, die eins der interessantesten Spiele, weil man da wirklich zwei super gute Teams gegeneinander spielen hat. Ja. Unicorns überhaupt ja, gerade durch Ashe geht es halt extrem zügig. Und natürlich einen Erddrachen plus den Ahnendrachen, der quasi den Erddrachen nochmal um die Hälfte verstärkt. Also der war wirklich sehr, sehr schnell down und Unicorns hat jetzt beide großen Objectives verloren und können im Moment nicht viel machen. Sie müssen im Prinzip einfach nur die Waves einfach konstant probieren rauszupushen, dass Flash Wolves nicht mit ihrem Vorteil anfangen kann, aber da muss man natürlich auch aufpassen, denn Vichichachi, der wird hier angegangen von Kasa. Maple ist auch direkt um die Ecke und Vichichachi, der wird hier nicht so viele Möglichkeiten haben, wegzukommen. Flash dann nochmal weg, aber da geht man hinterher. Double Flash und damit der Kill für Maple. Und damit genau das passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Du darfst dich jetzt nicht irgendwo catchen lassen, sondern das darf genau nicht passieren, um hier noch im Spiel zu bleiben. Weil jetzt kann man hier den Baron Buff auf verschiedene Lanes bringen. Du hast deinen Toplaner mit Teleport nicht mehr am Start. Ja. Und hier dürfte eigentlich auch nicht... Oh, wieder schöner Pfeil. Also die sind wirklich on point und da spielt man Varus so gut aus, wie es geht. Genauso muss man es machen und da kann man sich noch einen Kill holen. Ja, du hast über das Catchen lassen geredet. Und da gibt gerade Flash Wolves ein paar Kills ab, aber trotzdem bekommt man immer den Mid-Tower und auch den ersten Inhibitor. Und das ist natürlich ja, ein großer Nachteil jetzt für Unicorns of Love. Denn wenn so ein Inhibitor zerstört ist, pusht die Lane halt, ohne dass das Team was machen muss. Ja. Also Unicorns of Love musste eine Lane verteidigen, ohne dass sich Flash Wolves darauf konzentrieren muss. Ist nur der Midlane-Inhibitor, es ist noch am besten von allen, weil in der Midlane kannst du dich vielleicht auch noch auf die Sidelines einfacher bewegen. Aber insgesamt hat mich das gerade ziemlich an den Move von gestern von Flash Wolves erinnert. Da war es auch so G2, ja. Ist auf irgendeine Lane gegangen, hat gedacht, okay, ja, hier können wir jetzt irgendeine Action machen, hat sich dann zwei Turrets geholt. Aber Flash Wolves sagt einfach, nee,
Für uns ist es auf jeden Fall worth, weiter zu pushen und haben sich gestern dann deutlich einen Inhibitor geholt und einen Turm, heute jetzt gleich wieder. Also das Shotcalling von Flash Wolves, das gefällt mir extrem. Na, Flash Wolves muss gucken, dass sie auch nicht zu viele Pfeile abbekommen, weil die tun extrem weh. Man hat da auch gute Möglichkeiten. Gerade wenn das Victor Stunfeld sitzt, zieht man die Gegner alle auf einen Punkt. Wenn da so ein Pfeil durchgeht, dann wird es echt schwer für Flash Wolves die Fights zu gewinnen. Und jetzt gerade ist das Game wieder ein Stück langsamer geworden. Man hat ein bisschen Zeit gewonnen auf der Seite von Unicorns of Love. Trotzdem wird es schwer, die Midlane jetzt zu verteidigen. Wenn jetzt noch ein Inhibitor zerstört wird, ist es das fast gewesen. Also zwei Lanes wird man nicht verteidigen können. Rengar Ultimate hört man wieder. Damit kann man natürlich, wie schon vorhin gesagt, so ein bisschen die Gegner spotten. Sieht ihr jetzt, wie sie Chachi. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch auf Seiten von Unicorns, wo sich ungefähr Rengar befindet. Jetzt merkt man, ah, der läuft hier rüber. Der Hittisang jetzt quasi die Markierung hat. Ja, MMD kommt sehr schön von der Seite, kann da auch nochmal Visichachi weghauen und damit eine gute Möglichkeit, den Tower zu nehmen. MMD geht gleich nochmal rein auf Samux, der ist ein wichtiges Ziel, wird von Hylissang nochmal mit dem Fraß gerettet. Und MMD, der ist ja jetzt im GA drin, jetzt muss man gucken, dass man ihn entweder beschützt oder sich komplett zurückzieht. Schön gemacht von MMD. Die Ash Ultimate nochmal auf Exilier, aber dadurch steht Betty ein bisschen weit vorne. Visichachi geht nochmal rein, wird exhausted. Ist jetzt in seinem GA, den hat er inzwischen auch fertigstellen können. Oh. Ein Kill auf Victor und der war wichtig, genauso wie Visichachi geht inzwischen down. Ja, Samux lebt zwar immer noch, ne, aber der stand am Anfang Inhibitor des Kampfes zu weit vorne. Der zweite Inhibitor wird genommen und jetzt nochmal der TP von MMD. Der ist jetzt gleich Full Life zur Stelle. Da geht man nochmal rein. Xerxe versucht nochmal irgendwas zu machen. Geht aber down, genauso wie Tam Kench. Und da wird der GA auch nicht mehr viel bringen. Ja, den kann man sich ganz einfach holen. Der letzte Base Tower fällt auch sehr schnell mit Ash. Wir haben ja schon drüber geredet. Die macht einfach sehr viel konstanten Schaden. Ja, und da kann Samux, auch wenn er noch lebt, nichts dran ändern, dass das erste Spiel an Flash Wolves geht. Aber man muss sagen, Unicorns of Love haben gut gegengehalten. Also ja, sie haben auf jeden Fall besser gespielt als G2, sind nochmal ein bisschen zurückgekommen ins Spiel teilweise. Da muss man sie loben. Ja, die Sache war, ganz zum Schluss habe ich auch nochmal auf die Stats geguckt und Xerxe, 065 ja, auf dem K6. Und wir haben es am Anfang angesprochen, er ist einfach kein Assassin oder kein Carry-Jungler, in dem Sinne, dass er hier ein Rengar oder ein K6 super spielt, sondern er ist ein Utility-Jungler und ihm hat es einfach nicht so gut gelegen. Also, ich meine, beide Jungler waren jetzt nicht unbedingt die einflussreichsten Spieler im Spiel. Ja. Aber Xerxe definitiv nicht so useful, wie wenn er zum Beispiel auf seinem Ivern gewesen wäre. Ja, vor allen Dingen hat man nicht so viel K6-Action gesehen, wie man es vielleicht gewohnt ist. Also, er ist nicht auf einmal reingejumpt in die Backline und hat irgendwen geone-shottet, wie man es von einem K6 normalerweise erwartet. Die Möglichkeiten bestanden natürlich auch nicht so gut, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, er schien für mich ein bisschen zu passiv für einen K6. Und das war dann im Endeffekt auch das Problem. Also ein Ivern wäre hier wirklich gut gewesen. Ja. Gerade mit Redemption und Locket nochmal, das hätte den einen oder anderen Teamfight oder auch das Early Game ziemlich gut verändern können. Definitiv. Aber der wurde ja gebannt. Also von daher umso besser gemacht von Flash Wolves, ja, dass man da den Ivern rausgenommen hat. Wir sehen die Teams jetzt auch nochmal. Aber jetzt auch noch im zweiten Spiel haben wir gesehen, Flash Wolves super solide gespielt. Ja. Und da können wir uns eigentlich noch sehr, sehr viel von erwarten. Ja, von beiden Teams. Also gerade wenn jetzt Unicorns of Love, die jetzt auf der roten Seite sind, die haben natürlich jetzt schlechte Bannmöglichkeiten, aber sie können mit den Picks ein bisschen antworten. Vielleicht gibt es da nochmal die Möglichkeit, ja, jetzt dieses Spiel anders anzufangen. Ja, vielleicht am Anfang schon ein bisschen besser reinzukommen. Und dann denke ich mal, die Unicorns of Love, gute Chance und es wird vielleicht sogar ein Best of Three. Wir haben ja schon gestern gesehen, eigentlich ist die rote Seite im Moment im Vorteil. Ja. Ich habe ja erst ein einziges Spiel gesehen, auf dem die Blue Side gewonnen hat. Also vielleicht setze ich das ja sofort und wir sehen jetzt hier das 1:1 für Unicorns. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine ganz kurze Pause. Könnt ihr nochmal durchschnaufen? Ja, wir gehen nochmal ganz kurz auf uns, weil ihr wollt uns ja auch nochmal sehen, bevor wir in die Pause gehen. Auf jeden Fall. Wir sind ja ein bisschen zügig angefangen oder haben ein bisschen zügig angefangen, dadurch, dass die Begin-Bann-Phase so schnell dabei war. Ich denke, zwischen den Best of Threes sollte jetzt keine zu lange Pause sein. Nicht so wie gestern, immer eine Viertelstunde zwischen den Best of Ones. Sondern ich denke, wir werden jetzt ganz normal 5 Minuten Pause, 6 Minuten Pause ungefähr. Ja. Dann sehen wir uns wieder, dann werden wir vielleicht auch nochmal über das letzte Spiel reden. Auf jeden Fall. Bleibt dran, es wird spannend. Ja, bis gleich. To me, the ballad of your name.
Athletes aren't just born, they're molded from the core. A core of strength, a core of laser focus, a core that can handle anything, a core that sweats the small stuff, a core that's the difference maker, game changer, world shocker. You see, hard work makes the athlete, but the edge of a Core i7 processor makes you unstoppable.
Gillette, the best a man can get. Start your esports career now at play.eslgaming.com. I am the greatest! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Spieltag der Intel Extreme Masters Katowice. Und ja, wir sind mit dem ersten Spiel des ersten Best of Three schon fertig. Ja. Das zweite sollte gleich anfangen, da dauert es nicht mehr lange, keine Sorge. Ja, ich muss sagen, Flashwurst spielen bisher ganz gut. Mhm. Auch gegen G2, ja, besser gewonnen als eben gegen Unicorns of Love noch. Unicorns of Love konnte gut dagegen halten. Am Ende war dann der Vorsprung, den Flashwurst hatte, einfach zu groß, dass man da noch großartig hätte gewinnen können. Aber Unicorns of Love hat immer wieder versucht, Situationen herbeizuführen, wo sie im Endeffekt vorne liegen. Ja. Sie haben es beim Baron-Fight ganz gut geschafft, gegenzuhalten. Gut, der Baron ging trotzdem an Flashwurst, aber im Endeffekt, ja, sie waren besser dabei als G2. Und ich denke, wenn man jetzt gute Picks bekommt, hat man die Möglichkeit auch zu gewinnen. Gerade wenn zum Beispiel für Xerxe der Ivan offen bleiben sollte, wovon ich nicht zwingend ausgehe, aber wenn er einen anderen Jungle-Pick vielleicht landet, so ein bisschen supportive-mäßig, dann hat man da bessere Chancen. Also ich denke, sein Champion-Pool ist ja so riesig, also dass da vielleicht sogar ein Warwick oder so mal rauskommen könnte, einfach nur so vielleicht auch den Gegner zu überraschen. Oder ein Zac haben wir ja schon gesehen. Also da gibt es einiges, mit dem man vielleicht Flashwurst so auf einen falschen Fuß erwischen könnte. Ja. Und Exile hat auch wieder sehr, sehr gut performt. Also war ja letztes Mal der MVP in Oakland. Und ja, er und Samux nicht schlecht gespielt, aber im Endeffekt hat das irgendwie nicht gereicht. Also der Renekton hat schon, ist schon ein bisschen abgefallen. Also vor allem jetzt im letzten Fight, man hat gesehen, er ist reingegangen, hat irgendjemanden gestunt, ich weiß nicht mehr wen, und dann ist er einfach down gegangen. Er hatte nicht wirklich viel, um da noch was zu machen. Und im Gegensatz dazu hat er dann halt MMD, hat seine Ultimate, hat den W, mit dem er noch irgendwelche Dashes blockieren kann, hat den, dann noch seine E, mit dem er irgendjemanden out of position bringen kann. Und so alles in allem war das einfach im Endeffekt der bessere Pick. Klar, Renekton hat im Early Game mehr Pressure, aber zumeist entscheidet sich jetzt dann so ein Tank-Matchup oder meist nicht im Early Game. Und im Endeffekt, Maokai war, glaube ich, auch noch. Maokai war gebannt, Shen war gebannt. Ja, stimmt, sie waren in der zweiten Rotation. Also es gab keine wirklich gute andere Möglichkeit, einen richtigen Tank auf der Top-Lane zu picken. Nautilus hatte ich vorhin angesprochen. Der ist vielleicht nicht ganz so tanky, weil er nicht so viel Resistenzen hat. Er hatte seine Schilde, die dazu kommen, die nochmal ein bisschen tanky machen. Bietet dafür aber viel mehr CC. Ja. Also das wäre auch noch eine Variante gewesen, aber ich denke mal, Poppy war nicht schlecht, gerade gegen Renekton. War es halt ein guter Counter mit dem Shield, wenn er reindashen will in die Backline, dass man ihn einfach denyen konnte. Und im Endeffekt muss man sagen, auch Kasa hat einen sehr guten Rengar gespielt. War jetzt nicht so krass am Snowballen, wie man es vielleicht von Rengar noch gewohnt ist vom alten Patch. Aber trotzdem war er wirklich gut und konnte da auch einiges fürs Team machen. Deswegen denke ich mal, alles in allem, beide Teams hatten gute Leistung. Im Endeffekt war Flashwurst halt ein bisschen besser, ist auch besser ins Spiel reingekommen mit First Blood, mit dem First Blood Tower. Mhm. Mit dem ersten Drachen, also da war man ein bisschen schneller dabei, hat auch besser rotiert, muss man sagen. Das haben wir auch angesprochen beim ersten Kill oder beim ersten, das waren ja zwei Kills auf der Botlane, die gefallen sind, war es halt einfach eine richtig schöne Rotation von Flashwurst, mit der Unicorns of Love nicht gerechnet hat. Ich glaube, Unicorns of Love hat damit gerechnet, dass genau die Rotation kommt, aber erst mit Package von Corki. Das hat er erst direkt danach geholt und ist dann nochmal in die Midlane gegangen und Unicorns hat so gedacht, ja, der geht jetzt in die Base, kommt dann mit dem Package zurück, da ist gerade vielleicht noch nichts zu machen, weil die waren ja im Prinzip schon auf dem Weg dann in die Botlane, aber halt viel zu spät.
Weil, naja, da haben sie vielleicht so ein bisschen dieses Mindgame gewonnen, Flash Wolves. Und mal sehen, ob der Corki wieder offen bleiben wird, weil ich denke, Corki im Moment halt ein super starker Pick. Ja. Und man hat gesehen, Maple kann auf ihm auch definitiv gut performen. Das auf jeden Fall. Was denkst du von Klett, ob der wieder gebannt wird? Weil eben wurde er gebannt gegen MMD. Wäre die Möglichkeit, dass man ihn jetzt offen lässt vielleicht? Oder denkst du, ah, den wird man wieder bannen, weil man ihm nicht diesen Champ geben will? Die Sache ist, also sie haben ihn jetzt zweimal gegen ihn, wurde beides in der zweiten Bannphase gebannt. Ja. Und anscheinend priorisiert ihn MMD jetzt nicht so, dass er sagen würde, hey, er ist offen, ich pick ihn auf jeden Fall. Und man hat sich so ein bisschen auf die Toplane eingeschossen gehabt bei den Bans. Und MMD ist ja dafür bekannt, dass er Klett spielt. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass er dann rausgenommen wird. Ich weiß nicht, ob es halt die richtige Wahl ist von Unicorns, einfach so ein Klett offen zu lassen, wenn du weißt, er spielt den Champion sehr, sehr gut. Das ist das Gleiche, wie man zum Beispiel hier Xerxe seinen Ivan geben würde. Ist halt immer so riskant, wenn du die Möglichkeit hast, ihn zu bannen und nicht irgendwie noch Kami offen ist, die du auf jeden Fall bannen musst, dann denke ich schon, dass der Klett wieder gebannt werden wird. Wobei man sagen muss, Camille hatte ja auch in letzter Zeit mit dem Matchup gerade mit Fiora auf der Toplane, hat man die Chance gehabt, auch Camille zu besiegen. Sie wurde schon durch den Nerf ein bisschen schwächer. Ja. Sie ist natürlich immer noch super stark. Da muss man dann gucken, wie die Bann-Situation aussieht, weil wir haben ja auch oft gesehen, dass drei OP-Picks offen gelassen worden sind, zum Beispiel Varus, Rengar, Camille. Und dann hat das eine Team halt nur einen OP-Pick bekommen und das andere Team hat halt dann zwei gehabt und dadurch ja, gewinnen können im Endeffekt. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir haben schon gesagt, die rote Seite scheint immer so ein bisschen stärker zu sein zurzeit, weil sie sich besser von den Picks anpassen kann. Bannmäßig, gut, sind sie eigentlich im Nachteil, aber trotzdem, man hat es eigentlich bisher mal gut handeln können, auch dass man noch gute Picks bekommen hat, weil man halt die Möglichkeit hat, zwei Picks zu machen, nachdem die Gegner einen hatten. Und du hast halt die Möglichkeit, die erste Rotation zu last picken. Genau. Du hast dann den letzten Bann in der zweiten Rotation, du hast dann den First Pick in der zweiten Rotation und dann nochmal den kompletten Last Pick. Das war ja das, was man am Anfang der Season so... Der komplette Last Pick ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ja, wo man Anfang der Season halt so meinte, okay, Red Side wird bei dem Bann-System total OP. Dann war es jetzt erst nicht so, weil du halt immer diese drei Bans hattest, also Rengar, LeBlanc, Camille, die du immer bannen musstest. Aber mittlerweile ist es halt so ein bisschen offener. Ja. Rengar musst du nicht mehr bannen. Meist bannt jetzt auch die Blue Side ein, entweder Camille oder LeBlanc. Und dann kannst du halt auch solche Bans nehmen wie, zum Beispiel Varus haben wir letztes Mal gesehen, zum Beispiel auf der Red Side gebannt. Hier hatten wir jetzt dann in der ersten Rotation im ersten Spiel einen Ivern, den man dann als Target-Bann rausnehmen kann. Und das hilft halt einfach der Red Side dann ihren Vorteil, den sie eben durch diesen Last Pick beziehungsweise halt den First Pick auch in der zweiten Rotation hat, einfach dann auszunutzen. Das Ding ist, ich glaube, es ist oft so, dass wenn die blaue Seite, die ja eigentlich nicht die OP-Bans machen müsste, wenn sie keinen OP-Champ bannt, lässt einfach die rote Seite zwei oder drei offen und bekommt dann im Endeffekt auch einen ab und kann dadurch dann, weil man im Endeffekt die anderen Last Picks hat, oder zwei Picks und so, kann sich besser einstellen, weil man dadurch dann gewinnt. Also diese neue Art und Weise des Bans hat sich wirklich erst etabliert durch den Nerf von Rengar, durch den kleinen Nerf von Camille. Also da muss man sagen, die Nerfs waren wichtig, ja, die Champs waren halt einfach wirklich zu stark, aber dadurch ist die Pick- und Bannphase jetzt ein bisschen auf die rote Seite verlagert. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, die Entwicklung, aber naja, was will man dagegen machen? Ja, Riot könnte jetzt nur wieder versuchen, die Champions zu buffen oder so, und das wäre halt nicht klug. Wir nehmen uns drei Champions raus und buffen die einfach durch, damit die rote Seite keine Möglichkeiten mehr hat. Sofort in die Pick- und Bannphase und können auch sehen, ob wir jetzt... Oh, die haben direkt gebannt. Genau, die haben direkt gebannt. Also entweder haben die super schnell gebannt gerade, oder die haben sehr spät in die Pick- und Bannphase geschaltet. Oh ja, das zeigt mal schon das Overlay für den Dragon später. Kann man auch jetzt schon mal reinhauen, kein Problem. Bannmäßig sehen wir eigentlich Standard-Banns. Also Tam Kench, verständlich, dass man den Bann gegen Hylissang, der hat einen guten Job damit gemacht. Ansonsten LeBlanc, Rengar, Camille sind halt Standard-Bans. Shen auch jemand, den man in letzter Zeit ziemlich oft bannt, weil er halt einfach so ein super guter Tank auf der Top-Lane ist. Der kann super gut Split-Pushen im Late-Game, ist da eigentlich, wenn nicht sogar der stärkste Tank zurzeit, was so Split-Pushen zumindest angeht, ist schnell beim Team, also da hat man viele Möglichkeiten mit ihm. Ivern ist auf jeden Fall dieses Mal jetzt offen geblieben und Klett ist auch noch offen, also die zwei Picks, die wir uns so ein bisschen gefragt haben, ob sie jetzt getargetbannt werden oder nicht. Varus dafür als First Pick genommen und es wundert mich ein bisschen, dass Varus von Riot eben noch nicht angepasst wurde. Der Patch, der heute rauskam, reagiert darauf auch nicht. Das heißt, wir werden ihn noch eine ziemliche Weile so auf der Top-Tier, auf der ID-Carry-Position sehen. Und vollkommen zu Recht, wir haben gerade gesehen, die Pfeile machen enormen Schaden, also Flash Wolf sichert sich dieses Mal den Varus. Dagegen jetzt der Jhin. Samurox hat ihn auch schon ein paar Mal gespielt, also kein Problem. Und den Ivan, den wir angesprochen hatten, für Xerxe. Und er wird darauf definitiv besser performen als Kha'Zix. Darauf kann man sich eigentlich nicht festlegen. Sollte Penetration nicht im 7.4er wieder ein bisschen genervt werden? Leicht wurde es genervt, also darüber.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch die zweite Möglichkeit, Varus zu spielen, da, also auf Attack Speed. Ja, aber auf Attack Speed. Aber das ist halt nicht so stark wie diese Pen-Variante, deswegen, ich würde Varus nicht zwingend nerfen, sondern ich denke, diese Variante Armor Penetration oder Lethality ein bisschen zu nerfen, die ist schon besser, gerade weil auch andere Champs wie Zed, wie Talon dadurch stärker geworden sind. Man möchte die Assassins natürlich stark haben, aber ich denke mal, da einen Schritt nochmal ein bisschen zurückzurudern, ein bisschen die Penetration zu verringern oder zu verschlechtern, ist da kein schlechter Weg. Auf der Seite von Flash Rose kann man sich Malzahar sichern. Und das ist noch umso besser, dass man dann Kench gebannt hat, weil der wirklich ein guter Counter ist. Gegen die Malzahar Ultimate und Syndra. Gegen Varus. Ja, und gegen Varus natürlich Syndra, genau. Ist halt auch noch so eine Sache. Da hat Maple eigentlich einen ziemlich guten Mid-Pick bekommen. Ja, so AP-Assassin-mäßig. Sie ist halt immer noch super stark. Du kannst gegen die Ulti wirklich nicht viel machen. Wir sagen jetzt wieder auf Zyra. Wollte ich gerade sagen. Auf der Seite von Unicorns of Love jetzt Zyra. Also wir haben ihn gestern zum ersten Mal in diesem Spiel auf Zyra gesehen. War in Ordnung, naja, war jetzt nicht übertrieben gut. Genau. Also da hat man von ihm definitiv Besseres erwartet. Da hätte ich einen Trash erwartet. Ja, bei Trash wäre das gestern nicht passiert. Sie haben gewonnen. Ja, trotzdem. Aber es gab also Situationen, da hätte verloren mit Trash oder wie. Da wäre das nicht passiert. Nein, mit Trash hätten die auch gewonnen. Zyra ist halt zurzeit einfach super stark. Ja. So, Rumble kommt jetzt als Bann von der Seite von Unicorns of Love und damit bannt man wirklich sehr starken Top-Laner. Gerade gegen MMD ist es nicht verkehrt, Rumble rauszunehmen. Orianna ist ein guter Bann. Ja, gerade wenn man vielleicht die Combo, die man auch mit Ivan hat, bedenkt. Man kann ja, wenn er seine Q trifft, einfach reingehen und dann die Orianna Ultimate hinterher. Kann man eigentlich Daisy den Ding geben? Den Ball? Ich weiß es nicht. Weil sie hat ja so im Prinzip so ein Champion-Kit, wo man halt viel mitmachen kann. Ja, aber ich glaube eher, es ist Minion-Coding. Ich glaube eher, das ist so ein riesiger Minion. Das ist so die Frage, weil du kannst ja auch das Ivan-Schild und so draufpacken. Ja, das auf jeden Fall, aber ich denke, das ist eher wegen den Ivan-Skills spezifisch. Offen. Aber ich denke mal, der Chat kann uns da bestimmt aushelfen. Klett bleibt auf jeden Fall offen diesmal für MMD. Und vielleicht zieht er ja diesen Pick. Mal sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, den Klett hier zu sehen. Maokai Bann war aber auch durchaus eine gute Entscheidung, weil der ist zurzeit so stark auf der Toplane. So ein guter Tank. Und jetzt der Ryze Bann als allerletztes. Also Flashos korrigiert oder orientiert sich hier mehr auf die Midlane. Genauso Unicorns of Love orientiert sich da mehr auf die Toplane. Zion wäre auch noch ein Toplane-Pick, der möglich ist. Er bietet ein bisschen Damage, bietet eine ziemlich große Tankiness. Gerade bei ADD in der LCK. Jawohl! Ja, Kata, schön! Exile hatte hier schon zweimal diesen Split gespielt und zweimal nicht schlecht performt. Also ich glaube, eins davon war ein Loose, aber er hat auf jeden Fall die Möglichkeiten, also die mechanischen Möglichkeiten, mit Katarina da was anzufangen. Wird mich auf jeden Fall freuen, hier zu sehen. Im Chat wird auch nochmal geschrieben, Daisy's Minion coded, also die kann den Ball von Ori nicht aufnehmen, wie ich es mir dachte. Das wäre auch ein bisschen zu OP gewesen. Ja, wenn man sie reinschickt mit dem Ivan-Schild, der Q hinterher praktisch und dann die Ultimate von Orianna raufpackt, das wäre schon ziemlich krass. Weil man investiert ja dann nicht mehr was, weil das ist in Anführungszeichen halt eine Ultimate, die halt da irgendwie dann down Flash Wolves geht mit Graves in den Jungle, das ist ein sehr guter Pick, der bringt ziemlich viel Burst Damage mit, das kann man auf jeden Fall machen. Und vielleicht Nautilus auf der Top Lane. Das Ding ist, wenn man Nautilus jetzt pickt, die Nightman Unicorns of Love, so ein bisschen die anderen Tankmöglichkeiten. Klett wäre nochmal schön gewesen, aber ich denke, dann hätte Unicorns of Love sich für Nautilus entschieden. Ja, mal die Sache, was jetzt da noch offen ist. Ist auch gut, also Poppy gegen Cutter. Also wenn du dran denkst, einfach die Tiefenladung von Nautilus auf Cutter und sie ist komplett denied. Wir sehen hier einen Gangplank von Visicacci. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn Visicacci ist so ein Carry-Top-Laner, der kann auf jeden Fall, wenn er mal nach vorne kommt, da durchrasieren. Aber mir fehlt jetzt so ein bisschen Tankiness auf der Seite von Unicorns. Ich meine, sie haben zwar Ivern, aber Ivern ist halt eher so ein Support-Tank in dem Sinne, dass er halt nicht so der ist, der vorne drin steht und für sein Team halt den ganzen Schaden abfängt, sondern er heilt halt eher die eigenen Teammates wieder hoch, gibt ihnen Schilde. Also im Endeffekt für Unicorns, sie haben sehr, sehr viel Schaden zur Verfügung, aber sind halt nicht besonders tanky. Das Problem ist jetzt wirklich einfach, ja, wir können uns ja natürlich nochmal zeigen, wenn die sich zeigen. Zeigen wir uns, kein Problem. was ich sagen wollte, das größte Problem wird jetzt sein, man hat wirklich keine Frontline und niemand kann diesem Q von Ivan, dieser Möglichkeit zu engagen, followen. Außer Daisy, die bietet natürlich nochmal ein bisschen Tankiness, kann aber natürlich auch nicht jeden Skillshot abfangen, also die ist halt wirklich Minion-coded. Da muss man ein bisschen gucken und vor allen Dingen die Gangplank-Ultimates müssen sitzen. Cutter geht eigentlich lieber erst rein, wenn die Gegner low sind und nicht direkt am Anfang als Engage.
Es wird schwer umzusetzen. Ich verstehe die Combo dahinter. Gerade wenn man die Orianna, die Orianna Ultimate, sag ich schon, die Gangplank Ultimate trifft, wenn Cutter hinterher kam mit der Ultimate, da bietet man super viel Schadenspotenzial. Aber es fehlt wirklich an der Frontline. Und da hat ja, Flashos gerade die wesentlich stärkere, gerade mit Nautilus, der kommt halt gut rein, der hat seinen CC zur Verfügung, den man auch auf Cutter setzen kann, um sie abzubrechen. Also da bin ich gespannt, wie es aussehen wird. Diesmal sehe ich die Pick- und Bann-Phase sogar noch ein bisschen mehr für Flashos, obwohl sie auf der blauen Seite sind. Ja, definitiv. Weil ich also momentan auch sagen muss, Gangplank performt nicht so gut, wenn er gegen einen Tank spielt im späteren Teamfight. Du kannst mit ihm Split pushen, aber wenn er im Early Game nicht übelst ausrastet, ist so ein Nautilus im Teamfight später immer besser gewesen bisher. Deswegen, ja, da können wir gespannt sein, wie es ausgehen wird. Ich finde die Katarina vielleicht auch so ein bisschen problematisch. Ich meine, du hast eine Malzahar oder du hast eine Varus oder du hast eine Syndra, die einfach mit ihrem E sie so ein bisschen wegstoßen kann, dann wird sie abgebrochen. Dann hast du noch einen Nautilus dazu. Also Katarina muss da halt echt gut ins Spiel kommen und das gut spielen, damit sie da sehr, sehr useful sein wird. Andererseits wird es schwierig. Ja, wir gehen jetzt sofort in-game, keine Probleme. Diesmal schon wieder keine richtige Kamera-Zoom-Fahrt. Also ich vermisse wirklich diese aufwendige Produktion von gestern, wo sie sich versucht haben, immer einen anderen Winkel zu nehmen, wie sie auf dem Bildschirm im Studio fahren. Und dann direkt der Übergang, das war schon ziemlich cool. Der wurde gestern gefeuert, der Typ. Auf jeden Fall. Aber es war halt echt cool gemacht. Ja, die Botlane, meiner Meinung nach ein bisschen stärker mit der Varus Malzahar-Kombo, zumindest ab Level 6. Jetzt auf der Toplane, das schon mal ein kleiner Trade. MMD hat natürlich gute Chancen mit dem Schild. Ja, da kann man die Trade Session eingehen. Aber alles in allem sollte damage-mäßig dann Vesicacci im Überlegen sein. Mit Nautilus ist es auch nicht so einfach, die Fässer von Gangplank zu zerstören, weil die Outlets wirklich so lange brauchen. Also das muss man wirklich super gut timen, um da effektiv sein zu können. Ah, in der Midlane. Das Matchup ist eigentlich ganz gut. Beide Midlaner sind ja AP-Assassin-mäßig unterwegs. Also sie bringen super viel Damage mit. Cutter ein bisschen mehr flächendamage-mäßig orientiert. Bloß mit Cutter hast du das Problem, du musst wirklich komplett rein. Und wenn du viel CC hast im Gegnerteam, was bei Flashos wirklich der Fall ist momentan, dann wird es schwer für sie, ihren Damage komplett rausdrücken zu können. Wir könnten sogar bei ihr später eine Quecksilberschärpe sehen gegen Malzahar. Ich denke, das sollte eine gute Variante sein. Natürlich auch den Nachteil des Melee-Matchups. Cutter hat sogar Cookies. Okay, die bieten ihr jetzt. Also mit dem Darkseer hat sie natürlich einiges mehr an Sustain. Aber sie hätte nicht zwingend Mana gebraucht. Klar, sie hätte auch auf Assassin gehen können. Mit Tree, ich meine. Ja, und mit Cutter ist es halt eigentlich nicht so schlecht. Ja, also eben. Sie ist halt der AP-Assassin schlechthin. Aber da wird man sich schon was bei gedacht haben. Ansonsten Darkseer durchaus verständlich. Sie braucht ein bisschen mehr Sustain. Sie braucht ein bisschen mehr Heal gegen Syndra. Und wenn man da die Stacks drauf kriegt, wahrscheinlich genau deswegen hat sie auch die Cookies mitgenommen. Weil es bringt ihr noch ein bisschen mehr Heal und Syndra wird sie dauerhaft poken, sobald sie an die Minions rangeht. Also hat sich durchaus dabei was gedacht. Syndra ist auf jeden Fall stärker, gerade im Early Game in der Laning Phase, weil sie die Range zur Verfügung hat. Sie kann halt wesentlich besser poken als Katarina. Ja, Xerxe jetzt auf seinem Main-Jungler und ich muss sagen, der Ivan-Skin macht den Champ nochmal viel witziger. Die Laufanimation hat Riot hat einfach super gut gemacht. Ja, einfach definitiv die beste Laufanimation. Funniest walk ever. Ja, der Sound diesmal auch ein bisschen anders abgemischt, damit man Ivan komplett hören kann. Hat man da gerade den Sound umgestellt im Studio? Es klingt so laut, was den Ingame-Sound angeht. Ja, auf der Toplane. Sollte Vesicacci jetzt am Anfang noch ziemliche Probleme haben, weil Nautilus einfach besser traden kann. Er muss sich wirklich aufs Farm konzentrieren, damit er mit der Ultimate später richtig useful fürs Team wird. Exile versucht er mal zu traden. Auf der Botlane. Ja, sehr schön dem Snare ausgewichen. Trotzdem muss man sagen, Unicorns of Love hat jetzt bessere Möglichkeiten. Sie haben auch Range, sie haben auch Poke. Den kann man dann gut anbringen an den Gegnern, so die Trades vielleicht besser gewinnen. Cutter geht jetzt in der Midlane nochmal rein. Exhaust wird von beiden genutzt. Und sogar noch ein Powershot, der fliegt. Also da musste sich Exile zurückziehen. Nicht ganz optimal für ihn verlaufen. Jetzt auf der Toplane. Ja, da hat man gerade einfach mit der Orange oder der Zitrusfrucht die Tiefenladung von Nautilus denied. Natürlich ein super guter Punkt, warum Gangplank stark ist gegen Nautilus. Er kann halt diese CC-Masse, die Nautilus mitbringt, ziemlich reduzieren. Ja, aber ich meine, es ist immer noch eine ziemlich große Masse. Also ich meine, er kann nur ein CC entfernen. Er kann jetzt nicht dauerhaft
Hier Orangen. Ja, aber den wichtigsten CC, also die Tiefenladung, kann halt wirklich negieren. Ja. Und das ist halt nicht schlecht, gerade wenn man im Gegnerteam Kasa hat, der nicht wirklich auf die Lane gut kommt zum Ganken, weil er ja immer noch Graves ist. Er ist ja wirklich mehr für den Schaden zuständig. Und wenn man es da schafft, dann auf Distanz zu kommen, die Ultimate von Nautilus zu den Ninern, gibt es keine wirklich guten Möglichkeiten für Kasa zu ganken. Hier unten, Unicorns hat sich jetzt zurückgezogen in die Base, holen sich die ersten Items. Sind im Farm sogar nicht mal so weit hinten, wie ich es erwartet habe. Ich habe gedacht, Betty kann da noch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Aber du hast ja schon gesagt, Ranged gegen Ranged. Da haben beide Seiten die Möglichkeit, den Gegner down zu poken. Ja, da wird wieder gepinkt. Ivan ist jetzt eigentlich der Main-Champ von Xerx. Also der sollte da ein bisschen besser vielleicht performen können als im letzten Spiel. Die haben den Sound echt lauter gemacht. Ich glaube, nur für den Ivan-Skin. Ich meine, ich finde es cool. Der Sound klingt ganz lustig. Aber ist trotzdem ziemlich ungewohnt. Jetzt auf irgendwie so eine schöne Luxerei die ganze Zeit lacht. Ja, das wär's. Oder einfach der Nunu-Bot. Aber ich glaube, den darfst du im Competitive gar nicht spielen, oder? Das ist nicht einer der gebannten Skins. Ich glaube schon. Es gibt ja diesen einen Blitzcrank-Skin. Der Eye-Blitzcrank ist ja, glaube ich, gebannt. Aber sonst müsste man eine Liste raussuchen, welche Skins da alles nicht benutzt werden dürfen. Na, Kasa kann ziemlich gut den Jungle clearen. Ist ja nicht ganz so schnell wie Xerxe, wenn Xerxe seinen Smite zur Verfügung hat. Dann geht's ja instant. Aber trotzdem ist Graves, was das Jungling angeht, immer gut dabei. MMD muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viel Schaden bekommt. Es ist Level 6 geworden und hier oben möchte man diven, weil da bringt deine Zitrusfrucht nicht. Da ist er down, weil die Ultimate, die kann man nicht so einfach countern. Ja, vor allen Dingen, wenn man die Zitrusfrucht oder die Orange nicht richtig einsetzt, dann wird es schwer, da entkommen zu können. Es war gewagt auf jeden Fall, weil MMD selbst nicht so viel Leben hatte, genauso wie Kasa. Amman hat es schön gemacht. Auch diesmal sind die Graves-Schüsse nicht am Tower hängen geblieben. Nicht so wie gestern. Genau wie gestern beim Tower-Dive-Versuch. Da hat sich Visichachi nicht so gut postieren können. Und alles in allem, First Blood jetzt schon wieder für Flash Wolves, wie im letzten Game. Trotzdem liegen sie goldtechnisch hinten, wenn ich das richtig sehe. Also dezent, aber trotzdem. Unicorns kann auf der Botlane ein bisschen mehr Druck aufbauen und Farm für sich gewinnen. Die hat nochmal schön die Frucht genutzt hier für Hylissang. Der wurde erst down gepoked, aber kann dann durch die Frucht nochmal einiges regenerieren. Ja, Visichachi muss wirklich gucken, dass er durch Farm ins Game kommt und dass er dadurch wirklich useful wird, weil dadurch kannst du deine Ultimate natürlich dann auch verbessern, klar. Und die ist das Wichtigste eigentlich an Gangplank für die Teamfights. Er versucht zu split-pushen, was zügig geht mit den Fässern, hat er sehr viel Wave-Clear. Und in der Zeit unterstützt er sein Team, zum Beispiel bei den Pit-Fights, beim Dragon oder beim Baron später mit der Ultimate. Und da ist es wirklich gut. Heißt die Zitrusfrucht nicht eigentlich Skorbut? Skorbut ist die Krankheit, die Seemänner früher oft hatten, weil sie halt Mangel an Vitaminen hatten. Da wurde das Zahnfleisch zerstört und die Zitrusfrucht kontert halt praktisch Skorbut, weil sie Vitamin C mitbringt. Gerade der Blue Buff nochmal an Jhin, der kommt ihm ganz gelegen eigentlich. Cooldown Reduction kann man immer brauchen. Kann auch seine Fähigkeit ein bisschen mehr spammen. Ja. Na, jetzt in der Midlane nochmal. Exili hat halt keine richtige Möglichkeit, gerade Maple zu töten. Er geht auch ein bisschen in Richtung Magieresistenz. Was keine schlechte Idee ist gegen Syndra. Ja, die ist natürlich sehr stark. Man möchte nicht gewonshottet werden von der Ultimate. Maple sollte jetzt seinen Blue Buff bekommen. Oh, Maple auch. Oh, ich hab gedacht, der resettet nochmal. Aber Maple auch. Geht auf Magieresistenz. Geht hier anscheinend dann sofort auf das Abyssal Zepter. Ich würde sagen, der bekommt jede Menge Damage. Da sind die Pets am Start. Aber auch Samux kann austeilen gegen Betty. Ist auch schon Level 6. Im Gegensatz zu den anderen Botlanern. Und hier werden die Buffs verteilt, wie auf dem Flohmarkt. Visichachi nimmt sich den Red Buff. Kann damit vielleicht noch mehr Pressure auf MMD aufbauen. Aber ist jetzt gerade auch in einer nachteiligen Position. Weil Kasa ist wieder auf dem Weg. Und MMD hat wieder seine Ultimate zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe. Ja, die Pfeile, die tun extrem weh auf der Botlane. Da muss man gucken, dass man wirklich nicht zu viel Poke abbekommt. Gerade mit dem Level 6 von Malzer wird es dann nochmal interessant, weil man die Gegner dann einfach festhalten kann. Also die Kombination, die man da wieder hat. Man kann erst die Malzer-Ultimate draufsetzen, dann ganz entspannt die Varus-Ultimate und in der Zeit sollte man den Gegner ganz einfach töten können. Ja, sehr schön im Stun, gerade versucht auszuweichen. Trotzdem hat er gesessen und jetzt kommt Sword auch noch dazu.
Der hat seine Ultimate noch nicht ready. Deswegen kann Exilien nochmal entkommen. Aber Kasa ist jetzt auch da. Der sollte sich den Kill ganz einfach holen können. Schön gemacht vom gesamten Team von Flashos. Die waren da gerade wieder zu dritt in der Überzahl in der Midlane. Dadurch hat man sich den Kill auf Exilie sehr leicht holen können. Trotzdem die Frage, warum Exilie so weit drin war. Also der war ja fast im gegnerischen Jungle. Sein eigenes Team war nicht irgendwie in der Nähe. Botlane wurde reingepusht. Ivan war Topside. Klar, du hast die noch die Ultimate von Visi Chachi, aber die hätte das Ganze nicht unbedingt so rumgedreht. Wurde jetzt auch hier benutzt, aber einfach mit dem Flash gecountert. Und Flashos spielt ähnlich wie im letzten Game einfach über die Map an sich besser. Sie bringen an der richtigen Stelle die richtigen Ganks und Xerxes bekommt wieder gar keine Kontrolle über das Spiel. Ja, man muss gucken, dass man es wirklich schafft, im Late Game dann auch mit einfach noch ein bisschen usefuler zu werden. Wenn du Redemption baust, wenn du sowas wie Locket baust zum Beispiel, kannst du im Teamfight ja noch einiges machen, indem du dein Team wirklich unterstützt. Ja, du nimmst da praktisch die zweite Support-Rolle ein, aber jetzt gerade ist es wirklich so, dass er, der ja ein eigentlich besserer Jungler zum Ganken ist als Graves, dass er wirklich nicht ins Spiel reinkommt, dass er keine Möglichkeit bekommt, hier gut ganken zu können. Der Sound war nicht von uns. Aber wir haben ihn auch gehört. Das heißt, er war nicht bei euch. Keine Sorge. Das ist jetzt das zweite Game des ersten Best of Threes. Und so wie es aussieht, ist Flashos wieder ein kleines Stück vorne. Nicht ganz so viel wie vorhin. Farmtechnisch ist Unicorns of Love ein bisschen besser dabei, aber trotzdem kann Flashos gerade durch die besseren Rotationen überzeugen. Ja, da wird wieder fleißig gepinkt. Auf der Toplane sollte MMD eigentlich keine Probleme haben gegen Gangplank, wenn er nicht sich komplett von allem treffen lässt und dann overstayed, solange da bleibt. Hat sogar einen relativ großen Farmvorsprung mit 10 Farm. Okay, jetzt nicht mehr, aber hatte gerade 10 Farm vor. 10 Farm ist jetzt nicht so mega viel. Das kann man relativ leicht eigentlich noch ausgleichen. Aber trotzdem muss man sagen, dass er hier gut dabei ist in diesem Spiel. Kann auch Visi Chachi ganz gut downhalten. Wir haben es am Anfang gesehen, da hat er die Trades deutlich gewonnen. Und jetzt im Endeffekt wird er nur noch tankier. Also im 1v1 sollte er nicht mehr sterben gegen Visi Chachi. Im Jungle ist der Farmunterschied halt abnormal groß. Also 30 Farm nach 11 Minuten darf eigentlich so nicht sein. Auch wenn man wie immer sagen muss, Ivan genau, kriegt bekommt nicht die Kleinen. Alles, das ist es halt. Nicht die Kleinen von den Crux, aber allein dadurch kann dieser Farmvorsprung nicht ausdehnen. Ich meine, wie viel Farm sind es? Das sind. Ah, gehen wir erstmal hier oben rauf auf Visi Chachi. Denn Kasa, der ist wieder auf dem Weg und Visi Chachi muss erneut flashen. Der Gangplank-Pick, den gestern auch schon Expect gebracht hat gegen Flashwolves, geht im Moment immer noch nicht auf. Er ist hier einfach definitiv immer unter Pressure auf der Topside. Muss jetzt wahrscheinlich sogar sein Turret fallen lassen. Hat keinen Flash mehr zur Verfügung, keine Ultimate, um die Wave zu clearen. Und oben kann jetzt Kasa mit MMD den Turret pushen. Wieder First Turret Gold für Flashwolves, die das hier momentan sehr, sehr solide runterspielen. Allerdings auf der Botlane die Ultimate von Samux hier für den ersten Kill von Unicorns of Law verwendet. Daisy jetzt auch am Start. Exile kann hier MMD höchstwahrscheinlich abholen. So ist es auch. Kann nochmal hinterher springen und damit zwei Kills für die Katharina. Extrem wichtig für Unicorns hier zurückzuschlagen und damit auch der erste Turret für sie. Schön gemacht von Unicorns. Das ist das erste Mal in beiden Games, wo ich so gedacht habe, okay, sie haben jetzt mal vor Flashwolves reagiert und die Situation richtig erkannt und gut gespielt. Ja, man muss sagen, das ist die Kombo, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn die Gangplank Ultimate sitzt, dann kann Cutter eigentlich auch gut reingehen, weil die Gegner geslowt sind. Sie kommen nicht von ihr weg und sie kriegen natürlich auch schon ein bisschen Damage. Sehr schön gemacht von Unicorns of Love. Dadurch konnte man ja, sich jetzt wieder killtechnisch die Oberhand sichern. Was die Tower angeht, Flashos hat jetzt einen mehr. Aber trotzdem, Unicorns of Love ist jetzt besser dabei als vorhin. Wesentlich besser im Spiel, können sich besser behaupten, liegen goldtechnisch ein kleines bisschen hinten. Aber ich denke, das ist dem First Blood Tower geschuldet. Ja, wir sehen jetzt nochmal das Replay. Sordat geht rein, macht es eigentlich ganz gut, kann Xerxe festhalten, aber da reagiert Jhin richtig schön mit der eigenen Ultimate. Man bekommt sehr leicht einen Kill, MMD versucht nochmal runterzugehen. Kann die Gegner eigentlich nur zonen und ja, dadurch, dass Cutter dann zur Stelle ist, wird er sterben und dadurch wird auch Betty sterben. Die Ultimate von Gangplank sehr schön eingesetzt, um da Betty zu slowen, dass er nicht mehr, oder ja, der doch er nicht mehr wegkommt. Ich denke immer, Betty ist ein Mädchenname. dass er nicht mehr wegkommt. Und das vor allem den Cutter hinterher kommt, um sich den nächsten Kill zu holen. Und genauso möchte man das sehen. Man möchte eine gefeedete Cutter haben, damit die im Late Game wirklich rasieren kann. Ja, Gillette sponsert ja immer die Replays. Und ich glaube, das machen sie auch ganz gut. Da hat man sich einen schönen Sponsor rangeholt. Ja, wichtig auch gerade im Fight gewesen, dass Redemption schon fertig war. Das heißt, da konnte man Hillisang und Xerxe nochmal ein bisschen hochheilen, um so den Fight
noch deutlicher zu gestalten, aber hier auf der Top-Lane. Ja, der Pick von Nautilus auf jeden Fall völlig korrekt gegen Visicacci, beziehungsweise Visicacci hat sogar Gangplank in Nautilus reingepickt. Visicacci war aber auch ein bisschen low und ist ein bisschen zu lange da geblieben. Ja. Also da konnte MMD gerade mit dem CC, den er mitbringt, viel machen. So viel Damage war es ja natürlich nicht, den er da rausdrücken müsste, um den Kill zu bekommen. Ja, vielleicht auch ein kleiner Fehler von Visicacci, da so lange oben zu bleiben. Ja, und wenn du so einen Anker ins Gesicht bekommst, tut es natürlich schon weh. Die Ultimate hinterher, da kannst du halt auch nichts mehr mit der Zitrone, beziehungsweise mit der Zitrusfrucht oder der Orange machen. Man hat jetzt auf Seiten von Unicorns die Botlane nach oben geschickt. Möchte hier natürlich dann den nächsten Target einreißen, haben auf dem Botlane diesen ja schon erhalten. Dafür jetzt hier Maple an der Botside am Pushen und Visicacci, der kann wahrscheinlich gleich nur seine Ultimate reinhauen und Kasa ist wieder zur Stelle. Und da kann man höchstwahrscheinlich den nächsten Turtle auf Seiten von Flash Rules abreißen. Ja, Kasa gerade mit dem Red Buff bietet halt extrem viel Schaden. Die Gangplank Ultimate jetzt, um die Wave zu zerstören. Das reicht aber noch nicht ganz. Ein bisschen Zeit hat man. Anfass sitzt auf Kasa. Ja, und auf der Toplane verteidigt jetzt MMD den Tower. Der hat natürlich super gute Möglichkeiten, bietet ziemlich viel Wave Clear inzwischen. Mit Sunfire und seinem Kit natürlich. Bietet super viel CC, um den Tower zu verteidigen. Also das hat man schön gemacht, gut getradet von Flash Wolves. Killmäßig 3 zu 3, aber in den Towern liegen sie 2 Türme vorne. Kein Tier 1 Tower, der mehr steht bei Unicorns of Love. Und dadurch sind sie auch so ein bisschen eingeschränkt, weil sie mehr Sicht im eigenen Jungle anbringen müssen, um nicht gecatcht zu werden. Und dadurch weniger Wards im gegnerischen Jungle stellen können. Bisschen mehr in die Defensivrolle gedrängt werden. Auf der Toplane sollte man sich die Kill jetzt holen können. Und somit danach auch den Tower. Daisy wurde ja ein bisschen genervt, aber um den Tower zu tanken, sollte es trotzdem noch reichen. Aber Flash Rose macht es genau gleich wie in den letzten Spielen. Das heißt, sie machen jetzt Botlane und Midlane Pressure und Visicacci, der ist schon wieder sehr, sehr low und wird da auch noch drauf gehen. Kasa hat noch sogar noch seine Ultimate. Ha, der Turret, der trollt ihn wieder, aber im Endeffekt reicht es nicht. Und das Gleiche von Flash Rose immer wieder. Sie sagen, okay, wir verlieren zwar einen irgendwo auf der Karte was, aber wir gehen einfach dann Botlane und Midlane, holen uns da schon mal fast den kompletten Turret. Und diese Calls von Flash Wolves, die sind einfach im Moment on point. Und damit gewinnen sie dann meistens auch, sag ich mal, so ein kleines Stück, dass sie es immer weiter snowballen können. Beziehungsweise, wenn sie schon vorne sind, machen sie damit noch einen viel, viel größeren Lead. Und die Calls sind definitiv on point. Man muss sagen, Unicorns of Love ist aber diesmal näher dran. Also sie haben gute Chancen, nochmal aufzuholen in dem Spiel und vielleicht sogar nach vorne zu kommen. Und ich denke, wenn man da wieder eine gute Kombination setzt, mit der Gangplank Ultimate zum Beispiel und mit Exilé später, dann hat man die Chance, den einen oder anderen Teamfight oder auch Fight, um einen Baron oder Dragon rumzureißen und dadurch vielleicht zu gewinnen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Yuli Sang spielt wieder auf Zyra. Ich muss sagen, er spielt es nicht schlecht. Man hat auch in der Lane die Dominanz. Man sieht es ja, er steht 0-0-4, ist gut dabei auf jeden Fall. War bei jedem Kill beteiligt. Aber trotzdem hätte ich lieber sowas wie Trash gesehen. Ja. Aber also das ist halt wirklich der Fanboy in mir. Muss man da mal gestehen. Wie sie Chachi jetzt auf der Botlane. Und der bietet gerade an Syndra ziemlich viel Schaden. Das Problem ist, gegen Nautilus hat er keine richtige Chance, weil Nautilus zu tanky ist. Aber wenn man ihm so jemanden entgegenstellt wie Syndra, dann kommt er eigentlich ganz gut klar. Ja, konnte ich nochmal speed upen, aber da ist Swerder zur Stelle. Er hat auch noch Flash, also man hätte vielleicht sogar hinterhergehen können, wenn man unbedingt den Kill wollte. Aber ich denke aber, man ist mit dem Flash zufrieden. Ja, man hat eben Gangplank jetzt erstmal vertrieben, kann die Lane auf der Botlane sicher verteidigen und auf den anderen Lanes pushen. Und insgesamt ist die Malzer Ultimate dann ein bisschen zu wertvoll, denke ich mal, um jetzt gleich die Flash-Kombo zu benutzen. Da wird es im Teamfight dann später wichtiger. Wäre auch die Frage gewesen. Wäre auch die Frage gewesen, was sie denn noch außer dem Kill hätten holen können. Ich meine, wenn die zum Beispiel die Botlane gepusht gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, wir holen uns den Kill und können direkt Botlane pushen, aber es war nichts weiteres auf der Karte, was sie gerade noch nehmen können. Und deswegen wahrscheinlich auch für den richtigen Play gegangen, nicht zu flashen, sondern zu sagen, hey, uns reicht der Flash. Und wir können jetzt weiter Druck aufbauen, weil Visicacci natürlich ohne Escape. Naja, er hat halt nur seine Orange, aber trotzdem. Und die Fähigkeit heißt übrigens Skorbut heilen, wurde auch vorhin nochmal im Chat geschrieben. Also da hat Riot wieder die Referenz auf jeden Fall geliefert. Xerxe kann sich wieder einen Red Buff nehmen, den kann man natürlich wieder sehr schön teilen. Da ist Ivan wirklich gut. Ah, jetzt die Gangplank Ultimate nochmal. Betty kommt trotzdem raus und da hilft auch der Flash nicht von Yuli Sang, um ihn zu CC'en. Die Varus Ultimate, um Exilé abzuhalten und man kommt
trotz der Jhin Ultimate gut raus. MMD ist jetzt zur Stelle, nutzt gleich sein Ultimate, um da engagen zu können. Aber der Schaden reicht gerade nicht. Betty wird auch nochmal abgehalten. Oh, der ist jetzt ziemlich low. Nutzt sein Heal. Exile geht rein, aber Betty kann nochmal entkommen und so kann man sich Exile holen. Daisy inzwischen down. Und Hylissang, der muss jetzt auch aufpassen, dass er da nochmal wegkommt. Aber im Endeffekt kein Problem für ihn. Trotzdem ein Kill wieder für Flashwolves und die gesamte Situation nicht optimal gespielt von Unicorns of Love. Die wollten da immer wieder rein, aber Flashwolf hat es geschafft, sich so weit zurückzuziehen, dass man ihn nicht gefährlich werden konnte. Ja, die Kombination hier aus Jhin Ultimate und Gangplank Ultimate saß auch nicht so gut, wie ja, sie hätte sitzen müssen. Ja, Katra war ein bisschen zu aggressiv drin dann im Endeffekt. Ja, ist halt etwas überaggressiv von Exile, weil er kam dann, also wäre auch niemals mehr rausgekommen und sein Damage im Moment noch nicht hoch genug. Er hat im Prinzip nur das Gunblade und das reicht einfach noch nicht, um die Gegner so wirklich one-to-shotten. Und Hylissang, was tun sie da? Ja gut, man hat mit Kasa jetzt nicht zwingend gerechnet, aber trotzdem sollte sich da Flashos den nächsten Kill und dadurch sind sie wirklich groß. Die Gegner bestrafen, wenn das Positioning nicht hundertprozentig passt. Betty kann da nicht mehr wegkommen, auf keinen Fall. Exile macht dann auch zu viel Damage, da hätte Visichachi nicht mal hinkommen müssen. Und man holt sich da wieder so ein bisschen den Counterkill. Die Sache ist mit nicht gerechnet bei Kasa. Kasa ist im Moment einfach überall. Du musst immer damit rechnen, dass Kasa da ist. Wenn du nicht siehst, wo Kasa da ist, dann ist Kasa da. Oh, hier sieht man nochmal, die Kombination hat einfach nicht gesessen. Also man kriegt zwar, also kein einziger Jhin-Schuss hat getroffen, klar, sie flashen dann raus. Aber spätestens hier an dem Punkt muss schon die Corns of Love rausgehen. Können sie allerdings nicht mehr, weil da kommt ein MMD und der ist einfach tanky und bringt CC mit. Das Ding ist, dass MMD gerade da die Malzer-Ultimate unterbrochen hat mit seiner Ultimate, mit der tiefen Ladung. Ja. Man wollte natürlich Exile festhalten, aber man hätte es besser absprechen können, weil man ihn so länger CC'd hätte. Man hätte ihn viel schneller down gehabt und die... Ja, Möglichkeit, da fast den Kill zu bekommen, hätte nicht mal bestanden. Gillette rasiert immer noch am besten. Und da kriege ich Flashbacks an frühere Zeiten, wo ich mich noch rasiert habe. Da sah ich aus wie ein Speke. Glatt wie ein Babypopo. Oh, jetzt nochmal eine sehr schöne Kombination. Die war nicht schlecht, auch nochmal mit der Zyra Ultimate. Ah, wenn das sitzt, das ist genau das, was ich meinte. Wenn diese Kombo sitzt im Teamfight, dann hat Unicorns of Love wirklich gute Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Haben jetzt den Turrets auch ausgeglichen. Es gab mal 300 Gold hinten, also Unicorns. Macht das nicht schlecht, aber wie schon gesagt, wie du gerade gesagt hast, die Kombination muss sitzen. Und deswegen hat mir ja unter anderem auch den Gangplank gepickt, weil wenn Gangplank useless ist, dann hast du halt mit MMD einfach einen Tank, der jederzeit useful ist, weil als Tank musst du nicht so viel Skill haben, in Anführungszeichen, sondern du bist halt einfach drin und machst Rechtsklick und die Ultimate auch Point and Click, also MMD wird eigentlich immer useful sein. Und Gangplank muss halt erstmal seine Fässer anbringen, die Ultimate gut setzen. Und ja, da muss Unicorns definitiv noch ein bisschen improven, wenn sie darüber das Spiel gewinnen wollen. Das Ding ist, dass die Gangplank Ultimate, genauso wenn du es mit der Zyra Ultimate kombinierst, eine super große Fläche abdeckt. Gerade im Jungle möchtest du da nicht fighten. In der Midlane wird es auch schon brenzlig, weil halt fast die komplette Midlane oder die komplette Lane allgemein bedeckt davon ist. Und wenn man es schafft, das zu kombinieren, erst die Gangplank Ultimate, die Gegner sind geslowt, Zyra Ultimate drunter, dadurch werden sie wahrscheinlich auch noch genockt, weil sie ohne Flash nicht rauskommen werden. Dazu noch die Jhin Ultimate, die Combo ist halt wirklich super gut. Und wenn die so sitzt wie eben, dann wird es schwer für Flashwolves hier zu gewinnen. Weil damit holst du auch normalerweise nicht nur einen Kill, sondern du kannst einen kompletten Teamfight entscheiden und das ist halt super wichtig. Und Samux ist auch sehr, sehr gut im Spiel, also der 4-0-1, da kann er jede Menge anfangen. Und Xerxe, zwar im Farm meilenweit hinten, aber er baut halt Support-Items und Support-Items sind billig. Und damit braucht er im Prinzip nicht mal so viel Farm wie einen Graves, der halt schon auf die AD-Carry-Items geht und dafür einfach mehr Gold benötigt. Wird im Endeffekt sogar wahrscheinlich mehr Utility, beziehungsweise er wird wahrscheinlich fast usefuler sein als Kasa, was halt fürs ganze Team angeht. Kasa natürlich mit sehr, sehr viel Schaden gesegnet, aber den muss er auch erstmal in die richtigen Ziele anbringen. Xerxe hat ein Redemption, das bringt im Prinzip so viel, da kannst du einfach jeden mit heilen. Dann hat er Solaris, da drückt er auch einmal und bringt das ganze Team. Es kommt wirklich darauf an, wie die Teamfights initiiert werden und wie man da rangeht. Und da hat Unicorns die bisschen leichtere Kombo, möchte ich sagen. Aber die hat natürlich auch eine hohe Cooldown. Ja, Samux ist wirklich gut im Spiel. Man hat sich auf Katharina sogar schon für die Quecksilber-Sherpa entschieden. Oh, nochmal eine schöne andere Perspektive. Und da sieht man, wie schön die Kombination durchkommt. Die Gegner werden von Zyra komplett festgehalten. Der Slow von Gangplank, der Schaden. Die Zyra Ultimate drunter. Oh, jetzt sehen wir hier nochmal einen kleinen Engage auf Exile. Der wird lange festgehalten, aber den Schaden, den er inzwischen hat, ist zu viel für Betty.
Und der befindet sich jetzt immer noch in der Backline gerade von Flashwurst. Da muss man aufpassen, dass er nicht nochmal re-engage. Gangplank kommt auch von unten rechts. Ah, Exili geht nochmal rein und kann sich Betty sogar holen. Kommt er dann nochmal raus, springt auf MMD, aber der bekommt den Kill. Schön gemacht. Und jetzt versucht man weiter zu kämpfen. Wie sieht Chachi? Der wird auch noch getötet. Und da ist der große Vorteil, den Graves im Vergleich zu Ivan hat. Er bringt halt super viel Damage mit. Man braucht nicht mal zwingend Betty oder Varus halt, weil Varus kann auf Close Range nichts machen. Und Graves bietet Close Range mäßig super viel Damage. Gerade auch gegen Katarina. Da denke ich mal, wird er in so einer Art von Fights besser sein für sein Team als Ivan im Gegnerteam. Ivan hat natürlich super viel Utility, aber mehr hast du halt auch nicht. Du hast halt diese Utility, du hast Heal für dein Team, Shield für dein Team, das lässt dein Team länger durchhalten. Aber dafür kann man auch besser pushen auf der Seite von Flashos, gerade man sieht's. Und wenn die Kämpfe nicht perfekt laufen, wenn nicht wirklich jede Kombination, jede Ultimate sitzt bei Unicorns of Love, dann haben sie den Nachteil im Teamfight. Ja, es war halt wieder ein bisschen desorientiert, wie sie hier gefightet haben. Klar, man sieht hier den Pick auf Sword Art, aber der hat noch Flash zur Verfügung und kommt damit erstmal raus. Man wird ja im Endeffekt auch Betty bekommen, aber hinten sind halt Kasa und MMD dann irgendwann in der Backline drin und verhindern halt, dass die irgendwie weiter moven können. Dann Exile out of position. Und wird hier nicht mehr viel machen können. Kann sich halt noch Betty abholen. Und auch Visi Chachi flasht hier sogar rein für den Kill, obwohl er im Prinzip schon fast sicher war und kommt dann hier nicht mehr weg, weil MMD, der hat dann eben noch den Flash zur Verfügung, ja. Flasht auf ihn drauf. Und gegen Flash Auto Attack von Nautilus kann man nicht so viel gegen machen. Der hat auch CCs ohne Ende. Also wir haben ja schon drüber geredet, das Kit von Nautilus ist wirklich drauf ausgelegt, super viel CC mitzubringen, während du in die Gegner reingehst und sie störst als Frontline. Du bist nicht so krass tanky wie ein Maokai, der auch nochmal viel Schaden vom eigenen Team abhält, oder wie ein Shen, aber du hast ja deine Schilde zur Verfügung und du hast dein CC zur Verfügung. Das ist super wichtig. Gerade wird MMD nochmal festgehalten. Wir sehen, wie lange er durch sein Schild Schaden denyen kann. Jetzt nochmal der Schild von Colossus dazu mit der Ultimate. Und da hält er wirklich gut und lange durch. Die Tiefenladungen von Nautilus sind gerade auch extrem wichtig, um die gegnerische Backline abbrechen zu können. Zum Beispiel Jin. Wenn er zu nah ultet, wird er immer von Nautilus unterbrochen werden. Und das ist dann natürlich sehr schön für Flashwolves, weil sie einen großen Teil der Kombination von Unicorns of Love abbrechen können. Auf der Toplane wird der Push denied mit der Gangplank Ultimate. Die fehlt jetzt aber auch wieder im Teamfight. Also da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel raushaut bei Unicorns of Love, weil sie basieren immer noch auf der Combo. Tower-technisch sind sie hinten, goldmäßig auch ein bisschen. Aber die Kills sehen besser aus als im letzten Spiel. Outlust hat sogar noch das Darkseal mit 4 Stacks. Das heißt, er bringt auch noch ein bisschen was an Schaden mehr mit als so, sag ich mal, der pure Tank Nautilus. Und die Sache ist, du musst den Nautilus erstmal down kriegen, um die Stacks von ihm zu denyen. Na, hier möchten wir jetzt für den Engage gehen, aber kein Flashhook zur Verfügung. Hier oben Exile in Gefahr, aber der ist tanky inzwischen. Der hat Magieresistenz. Also man sieht es ja, er hat die Quecksilberschärpe schon gebaut, das sollte kein Problem für ihn sein. Er hat die Magieresistenz-Schuhe gewählt. Und jetzt nochmal ein Sonyas hinterher, also den bekommt man im 1v1 eigentlich nicht mehr down, gerade als Syndra nicht. Außer du schaffst ihn vorher 24 Stunden zu poken. Alles in allem, Flashos ein bisschen weiter vorne, weil sie auch unabhängiger spielen können. Die Jhin-Ultimate, weil man dachte, der Baron wird angefangen. Aber im Endeffekt ja, hat man die da wieder so ein bisschen rausgehauen. Sie hat natürlich nicht so hohe Cooldown, klar. Sicher, sicher, den Baron möchte man auch nicht face-checken müssen. Aber trotzdem, es fehlt jetzt schon wieder eine Ultimate. Und da ist auch Flashos flexibler, muss man sagen. Unicorns of Love könnten natürlich Gangplank Splitpushen schicken, aber man braucht eigentlich auch seine Fässer, um genug Schaden zu machen im Teamfight. Und bei Flashos hat man momentan die Möglichkeit auch einfach, ja, sich zu splitten. Jetzt fängt man den Baron an und den kriegt man nicht ganz so schnell down wie mit Ashe, aber trotzdem macht man da guten, konstanten Schaden mit Graves, mit Malzahar, Hylissang. Ist schon ziemlich low, wird da nicht mehr so viel machen können. Aber wir haben ja schon gesagt, sie fighten in einem Pit. Malzahar geht rüber, um den Steal zu denyen. Sehr schön gemacht und auch unten gerade Exile. Sonyas kommt da nicht mehr weg. Der Auto sitzt. Und auch die Ultimate von Graves holt einen Kill auf Hylissang. Visi Chachi muss jetzt versuchen, da wegzukommen. Daisy wird nochmal reingeschickt. Aber trotzdem, man hat den Baron bekommen und man hat gerade zusätzlich noch 2 Kills bekommen. Nicht gut gemacht von Unicorns of Love. Und umso besser gerade, muss man sagen, von Sword Art, dass er über die Wand geflasht ist, um Xerxe zu CC'en mit der Ultimate, dass er nicht stealen kann. Das haben wir richtig oft gesehen. Das machen Malzahars eigentlich immer, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Auf der blauen Seite bietet sich halt wirklich einfach an. Und da lohnt sich Malzahar gleich 5, 6, 7-fach, weil du die Gegner auf Quicksilberschärpe zwingst. Ja. Du kannst sie vom Stealen abhalten, hast halt super viel CC, auch
Damage bringst du mit. Vielleicht nicht ganz so viel wie Syra, aber trotzdem, Single-Target-mäßig bist du da gut unterwegs. Und da muss man sagen, Flashos spielt es gerade wieder ein bisschen besser. Haben auch schon wieder Varus. Und Varus ist halt einfach der stärkste ADC momentan. Ich meine, im Endeffekt hat sogar Flashos geholfen, dass die Büsche von Alban drin standen. Da stand ein Busch drin. Ja. Und sie konnten den Baron in den Busch verstecken, der ja eigentlich von Unicorns kam. Und da hatte dann Unicorns auch nicht mehr Vision drüber. Also, das Ding ist, der Busch deckt halt am Anfang, wenn du ihn platzierst, auf. Deswegen, dadurch konnte man halt sehen, was genau Phase ist. Aber dadurch hat man sich im Endeffekt komplett selbst genäht. Auch die Control Wards, die da standen, haben halt dafür gesorgt, dass man den Baron gar nicht mehr gesehen hat. Na, Maple ist jetzt auf der Botlane unterwegs und diesmal ist es nicht wie vorhin, dass nur zwei Leute bei Flashwolves den Baron-Buff haben, sondern diesmal haben ihn alle. Es wird echt schwer für Unicorns dagegen zu halten. Ein Inhibitor schon down, Top-Lane-Inhibitor ist offen. Man kann jetzt Botlane wirklich durchgehen. Den letzten Tier-2-Tower kann man sich hier auch zügig nehmen. MMD ist halt einfach super tanky. Und jetzt die Ultimate von Varus. Wird natürlich mit der Orange aufgehoben von Visichachi, aber trotzdem muss man sich da zurückziehen. Jetzt auch keine Orange mehr übrig, um den CC von MMD zu denyen. Aber man verschiebt erstmal Richtung Midlane. Kann die Gegner natürlich dadurch flanken. Und vor allen Dingen kann man sich jetzt den Toplane-Inhibitor holen. Na, ja, Unicorns of Love jetzt deutlich hinten. Auch wenn es key-technisch ein bisschen besser aussieht. Was die Plays angeht, was die Rotation angeht, ist Flashwolves besser dabei auf jeden Fall. Auch nur zwei Dragons in dem Spiel geholt. Aber das ist mal nicht so, so zügig dabei gewesen wie in den anderen. Und es sieht nach einem 2:0 aus, muss man sagen. Ja, danach haben wir aber noch zwei Best of Threes. Also keine Sorge, der Tag ist noch voll. Der ist noch richtig voll. Oh, jetzt nochmal die Gangplank Ultimate. Maple Flasher, damit er nicht CC'd wird. Aber jetzt kommt Jhin Ultimate hinterher. MMD. Schafft er es davor zu stehen oder wird er wieder einen Sidestep machen und der Schuss von Jhin trifft? Diesmal hat er sich schön davor gestellt. Es war ja nicht er. Nee, aber es war Nautilus. Deswegen habe ich da so dran denken müssen. Exile versucht auf der Botlane zu verteidigen, aber in der Zeit kann man sich auf der Toplane den nächsten Inhibitor sichern. Und auf der Botlane hat man auch noch Kasa. Der kann natürlich auch gut pushen. Er hat den Red Buff. Man versucht jetzt reinzugehen. Exhaust ist schon mal auf Kasa, weil der macht ziemlich viel Schaden. Na, Exile ist da jetzt da, fast down, muss seinen Sonyas nutzen. Oh, wenn er das Samux nicht zur Verfügung gehabt hätte, der nächste Kill für Kasa. Ah, ganz knapp nochmal. Ah, Exile kann sich gerade so nochmal hochhalten. Also wenn Exile sich nicht für Sonyas entschieden hätte, dann wäre er auch noch gestorben. Da hat man gerade alleine drei Leute aufgehalten. Also Kasa macht hier einen wirklich richtig guten Job jetzt gerade. Kann man die Syndra-Ultimate nochmal nutzen. Trotzdem der CC von Daisy, der sitzt auf jeden Fall. Ein Kill bekommt man. MMD, kann er sich jetzt noch Kills holen? Es sieht aus, als würde er down gehen. Schön gemacht von Exile, aber in der Zeit pusht der Rest von Flash Wolves. Einfach holt sich den ersten Base Tower, den zweiten sollte man auch noch bekommen. Und jetzt ist die Frage, will man dieses 2v2 wirklich machen? Die Base, oh, die geht super schnell down. Na, man zieht sich zurück. Okay, man geht auf Nummer sicher. Und ich denke auch, das ist richtig. Also gegen Kata hat man hier gerade mit Varus im Nahkampf keine Chance gehabt. Wäre cool gewesen, das nochmal zu sehen. Den Backdoor-Versuch praktisch so ein bisschen. Aber ich meine, es war wieder quasi so ein Call von Flashwolves, wo ich immer wieder gesagt habe, sie gehen an die eine Seite, verlieren da vielleicht was, aber wissen, okay, auf der anderen Seite bekommen wir viel, viel mehr. Und das Shotcalling muss ich nochmal erwähnen. Das ist, begeistert mich im Moment von Flashwolves, weil sie genau wissen, wie viel sie investieren können und was sie dadurch bekommen. Und jetzt ziehen sie sich zurück und für Unicorns, die werden das nicht mehr verteidigen können. Ich meine, sie haben drei offene Inhibitoren. Klar, der Baron Buff ist jetzt abgelaufen auf Seiten von Flashwolves, aber du hast zwei offene Inhibitoren, reicht. Naja, du hast sechs Super Minions pro Wave. Kein Best Tower mehr. Also, sie müssen jetzt jede Lane verteidigen, werden jetzt in die Defensivrolle gedrängt. Wir sehen es jetzt nochmal gleich, wie Malzah rübergehen wird. Erst die Tiefenladung, dann der Flash von Malzah hinterher. Und in der Zeit kann man sich dann natürlich die Kills holen. Exile war da ein bisschen zu weit drin. Der Auto-Hit reicht, um ihn zu töten. Wie eine schöne Kamerafahrt. Und dann die Ultimate von Grace. Die ist auch on point. MMD wird noch ein bisschen hochgeheilt. Und da ist der Kampf halt wirklich komplett gut ausgegangen für Flashwolves. Man muss auch wirklich Kasa loben. Er hat eben mit Rengar gut performt. Und jetzt gerade mit Grace schafft er es halt einfach alleine, drei Gegner auf sich zu ziehen. Ja. Bekommt sogar noch einen Kill. Es wären zwei gewesen, wenn kein Sonyas da gewesen wäre für Exile. Also da macht Flashwolf gerade eine super gute Figur und sie haben meiner Meinung nach gute Chancen, damit diese Intel Extreme Masters zu gewinnen. Denn Unicorns of Love, darf man ja nicht vergessen, war das Team, was sie in Oakland besiegt hat. Und jetzt gerade, okay, gibt man nochmal einen Kill ab. Ja, Exile auch nochmal am Sonyas, aber trotzdem macht man hier einen guten Job. Kasa versucht unten in der Zeit, sich die Kills zu holen und der ist gut dabei. Da lohnt sich Grace auf jeden Fall. Der Schuss von Samux, der tut aber ordentlich weh, gerade der vierte Shot. Bursted
Graves da komplett weg. MMD steht da ein bisschen alleine in den Gegnern. Man versucht natürlich Schaden zu machen, aber muss gleichzeitig auf Abstand bleiben. Die Ultimate von Samux sitzt. Der sollte sich mit dem letzten Schuss einen Kill holen, wenn ihn Ivan nicht bekommen würde. Maple versucht nochmal was gegen Exili zu machen. Kann ihn auch stunnen? Kriegt er den Kill? Ja, mit dem Auto-Hit. Wenn die Ultimate von Syndra nicht reicht, dann einfach noch ein Auto-Hit hinterher. Und da kann man sich zumindest jetzt wieder die Inhibitoren holen. Alle Lanes pushen und es wird echt schwer für Unicorns of Love zu verteidigen. 2 gegen 3. Man hat auf der Seite von Sword Art noch, auf der Seite von Flashwolves noch Sword Art und die Maple. Minions. Ja, die Minions sind halt einfach super stark. Syndra holt sich da nochmal einen Kill auf Samux. Ganz knapp kommt er noch weg. Und Hüdisang kann sich sogar den Kill holen. Ja, Sword Art ist ja sehr low. Das ist ein bisschen risky. Muss er jetzt eigentlich auch, weil er kommt da nicht mehr weg. Aber im Endeffekt kann man ihn töten, bevor er finishen kann. Die Vasallen werden es alleine nicht schaffen. Dafür hat Unicorns of Love dann doch zu viel Wave hier. Ja, der kriegt auch nochmal ein Shield von Ivan. Man darf nicht unterschätzen, was auch die Superman jetzt an Damage machen, will ich sagen. Aber Ivan kann auch immer wieder ein bisschen healen. Er setzt sich halt für den Gral entschieden. Ja, für Athenes unheiligen Gral. Dadurch bietet er nochmal ein bisschen mehr Heal mit den Schilden. Und jetzt, der Baron, der sollte ganz einfach... Spätestens mit dem Baron ist es ganz... Also die können sich nur hinstellen und warten, bis die Supervasallen beenden. Wenn man die Libidon zerstört. Dann wird das Ding auf jeden Fall gegessen sein. Also, wenn Unicorns hier noch zurückkommt, dann fresse ich einen Besen und zwar frittiert. Mal gucken, also vielleicht. Ich sollte sowas nicht on stream sagen. Na, jetzt wird der Baron ganz einfach gemacht. Den kann man noch nicht contesten, man muss die Base wirklich verteidigen. Der eine Inhibitor wurde ja nochmal zerstört, braucht also eine ganze Weile, bis er respawnt. Und jetzt sehen wir nochmal den Teamfight. Ja, Exile macht es eigentlich gar nicht so schlecht. Also er kommt jetzt mittlerweile auch zu den Gegnern in die Backline und kann diese einzeln mitnehmen. Klar, die steht jetzt nicht mehr so besonders beisammen, Flashwolves, wie sie es normalerweise tun, sondern sind dann ein bisschen gesplittet, werden dann einzeln abgeholt und damit kann sich Unicorns nochmal vor dem fast sicheren Tod retten. Aber im Endeffekt, wie schon gesagt, der Baron wurde jetzt gerade genommen, beziehungsweise wurde schon genommen und damit durfte man das Spiel eigentlich finishen können. Und Gillette zeigt dann gleich nochmal, wie die Rasur hier durchgeht und vonstatten, ne? Ja, mal sehen, ob sie das noch verteidigen können. Also wenn sie das wirklich verteidigen, dann aber gut man ab. Muss trotzdem sagen, Unicorns of Love hält sich besser als G2. Sie machen da wirklich einen guten Job. Und scheinen auch nicht komplett aufgeben zu wollen. Also sie versuchen immer wieder zu kämpfen. Jetzt gerade kann man nicht wirklich viel machen. Man braucht eine gute Engage-Möglichkeit. Exile! Der wird CC'd. Und da kommt genau das, was wir angesprochen haben. Die Schilde nochmal von Ivan und natürlich vom Support. Genauso wie Redemption. Können da gut gegenhalten, aber die Pfeile von Varus, die tun extrem weh. Zur Zeit Betty wird er wieder von Exile angegangen, aber diesmal kann man ihn vorher töten und damit sollte der Kampf wirklich entschieden sein. Natürlich hat man noch Samus, der viel Schaden macht, aber auch der wird jetzt zerstört von Graves und das ist das Spiel gewesen. Xerx kann man sich auch noch holen, Hylissan, es wird wahrscheinlich noch ein Ace. Ja. Yep. Bevor das Spiel vorbei ist, hat man nochmal geaced. Eindeutig gerade von Flashwolves. Kein Besen. Kein Besen. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schön anzuschauendes Spiel. Das erste Best of Three hat sich damit erledigt. Na, als nächstes sehen wir M19 gegen Hong Kong Esports und danach Kongdu Monster gegen G2. Eigentlich ist M19 gegen Hong Kong erst in einer Stunde und ein paar Minuten angesetzt. Ja. Ich denke aber, dass man sagen wird, wir machen jetzt einfach nur eine kurze Pause und dann geht es mit dem nächsten Best of Three weiter. Ich glaube nicht, dass die Startzeiten so strikt eingehalten werden wie in der LCK zum Beispiel, weil das hier nicht im Fernsehen übertragen wird. Aber gut, wir können noch ganz kurz über das Spiel reden. Ich fand es ziemlich gut anzuschauen, weil einfach Unicorns of Love gut gegengehalten hat. Am Ende natürlich nicht mehr, da war dann der Vorsprung zu groß, den sich Flashwolves aufgebaut hat. Aber trotzdem, alles in allem waren die Spiele ausgeglichener als die gegen G2 und wir können natürlich auch wieder uns zeigen. Die brechen halt einfach teilweise zu den Castern ab, ohne Überleitung, die Musik läuft noch. Also, machen wir nicht. Aber ich denke mal trotzdem, es war auch für die Zuschauer ein sehr interessantes Spiel. Ja. Es gab natürlich schon Leute, die vorher gesagt haben, Flashwolves holen das. Die haben super gut performt in letzter Zeit. Ja, den einen oder anderen Fan hatten wir gestern auch schon, der gesagt hat, die performen super gut gerade in ihrer Liga, was wir nicht so zwingend auf dem Schirm hatten, weil die LMS ist das ja, glaube ich, die ist eher so ein bisschen, die wird nicht so oft hier von uns geschaut, weil es einfach keinen englischen Stream gibt. Aber trotzdem muss ich sagen, Flashwolves gefällt mir super gut. Also auch gerade wie Kasa in beiden Spielen als Jungler, Damage-Jungler gespielt hat und super gut mit dem performt hat. Diese Situation, wo er drei Leute alleine auf sich gezogen hat, ist mir so in Erinnerung geblieben. Oder auch die Koordination vom Team, wann sie wohin rotiert sind, was du gesagt hast schon. Ja.
dass sie immer gute Trades eigentlich hatten. Selbst wenn sie was verloren haben, haben sie aus dem Trade insgesamt gesehen immer die besseren Vorteile gezogen. Also das hat mir super gut gefallen. Und da, denke ich, haben sie in diesen Intel Extreme Masters die größte Chance oder eine große Chance, Erster zu werden. Gerade weil sie jetzt ihren ehemaligen Gegner besiegt haben. Ich finde aber auch bei Unicorns, klar, du hast jetzt mit Visicaci einen Spieler, der kann carryen. Das heißt, es gibt einen Gameplank, um zu carryen, aber Flash Rose hat auch genau richtig gemacht. Sie haben ihn dann einfach gefokust. Kasa war die ganze Zeit auf der Top-Lane und Nautilus hat so viel CC zur Verfügung, dass einfach, sie konnten ihn mehrfach wegdiven, sie konnten ihn einfach von Farm denyen, was ja für Gangplank sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Im Endeffekt, ich werde mal gerne den Damage gesehen, der so rumgekommen ist. Und ich glaube nämlich nicht, dass Visicaci so viel Damage hat gemacht hat. Und mir hätte ja fast halt dann einfach ein Tank mehr gefallen, wie schon vorhin gesagt. Ein Tank ist eigentlich fast immer usefuler als so ein High-Skill-Cap-Champion, wenn du ihn nicht richtig anbringen kannst. Das war auch das Problem, was ich gesagt habe. Sie brauchten diese Kombo. Die Kombo Gangplank-Ultimate, Zyra-Ultimate, Jhin-Ultimate musste sitzen, wenn sie die nicht hatten. Und die haben sie teilweise ein bisschen schlecht koordiniert, weil dann war die Gangplank-Ult nicht da oder die Jhin-Ultimate war nicht da. Wenn sie die nicht hatten, haben sie Teamfights verloren. Auch das Exile eigentlich noch gut ins Spiel reingekommen ist am Ende, war nicht schlecht, aber wenn er kein CC hatte, nicht die Gangplank Ultimate dazu hatte, wo sich die Gegner mal versucht haben, raus rückzuziehen, wurde er gefokust und dann war halt einfach down. Also da hatte man auch zu viel CC auf der Seite von Flash Wolves. Da nochmal Props an Malza, und dann Nautilus. Die haben es auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Die haben sich zwar einmal selbst gegenseitig denied, aber lieber zu viel CC auf die Karte raufpacken als zu wenig. Also da muss man großes Lob an Flash Wolves aussprechen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal eine ganz kurze Pause. Yep. Wir wissen natürlich nicht, wann das nächste Spiel weitergeht, aber ich denke mal, es wird wie eben. Es wird wirklich eine kurze Pause sein. Ja, ich hoffe, dass es auch relativ genau, die werden keine, große Pause machen. Vielleicht, wir machen ungefähr 6-7 Minuten, vielleicht auch 10, mal gucken. Und dann, denke ich mal, soll es mit dem nächsten Spiel auch schon fast weitergehen. Bleibt auf jeden Fall dran, die nächsten Spiele werden spannend. Bis gleich.